Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufgabe für auf einen Drink. Denn ja, wie ihr alle wisst, hier herrschen gerade einfach schwierige Zeiten, und trotzdem wollen wir irgendwie dieses Format aufrechterhalten. Mhm. Und deswegen haben wir heute einfach auf einen SD-Drink, auf einen Social Distancing-Drink beschlossen. Zusammen mit einem Regisseur, den ich tatsächlich echt schon sehr lange verfolge, muss ich jetzt sagen. Dennis Gansel, meine Damen und Herren, hat sich live zugeschaltet. Und hallo. Antje ist hier mit im Studio. Und wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal auf die Art und Weise stattfinden zu lassen. Ich hoffe, das ist auch in deinem Sinne, ja, Dennis. Ja, super, genau. Man muss sich keinen Mundschutz umbinden und so. Wir sind ja, ne, also kann nichts passieren. Wir können uns hemmungslos eigentlich hinter die Binde kippen. Einen kleinen Drink habe ich auch schon mal mitgebracht, ne? Wundervoll. Ist auch wunderbar. Und nachmittags, jede Gelegenheit, Alkohol zu trinken, muss man wahrnehmen. In diesem Sinne, Prost. Oh, herrlich. Ach, so, kurz einmal, Dennis, ich muss einmal kurz zur Erklärung was loswerden. Es ist so, Freunde. Wir haben nun mal die Krise am Hals und dementsprechend sind diverse Filmstarts verschoben worden oder wurden erst gar nicht irgendwie für dieses Jahr terminiert und so weiter. Und wir hatten eigentlich schon ein Auf einen Drink aufgezeichnet mit einer Regisseurin namens Katrin Gebbe. Die sollte jetzt eigentlich im April einen Film rausbringen namens Pelikanblut. Und wir haben uns sehr über dieses Gespräch gefreut. Mhm. Ich habe Katrin in Sitges letztes Jahr auf dem Filmfest kennengelernt. Und sie hat gesagt, klar, ich bin in Hamburg, ich komme gern vorbei, lass uns palavern. Und es war ein tolles Gespräch. Ja, das war. Aber der Filmstart wurde verschoben. Und wir haben uns dann halt auch gedacht, es ist ein bisschen doof, würden wir das jetzt normalerweise rausbringen. Weil das bringt dem Film nichts, das bringt Katrin nicht unbedingt was. Und dementsprechend hoffen wir darauf, dass dieser Film so schnell wie möglich im Kino erscheint und wir dann auch dieses Interview veröffentlichen können. Denn das ist einfach, ja, das hilft dem Film mehr, das hilft den Kinos mehr, als dass wir jetzt einfach nur die Gunst der Stunde nutzen und exklusiven Content ausstrahlen, mit dem wir jetzt nicht mehr erreichen können, genau, als wir eigentlich erreichen könnten. Und deswegen habe ich Antje gefragt, was machen wir jetzt stattdessen? Weil wir müssen ja irgendwie einen Ersatz finden. Und das klingt jetzt blöd, Dennis, das sollte jetzt nicht so sein, dass du ein Ersatz bist, so, sondern was können wir machen stattdessen? Und wie kriegen wir ein Gespräch stattdessen hin? Und du warst tatsächlich der Erste, der sich so richtig problemlos bereit erklärt hat, klar, kriegen wir hin, lass uns irgendwie slacken, skypen, sonst irgendwie whatever. Und das finde ich echt fantastisch, denn ich muss dazu sagen, ich habe jetzt echt schon bis auf den letzten und den allerersten Film habe ich, glaube ich, alle von dir gesehen. Oh, sehr gut, fleißig, sehr gut. Und ich weiß auch gar nicht, warum. sind mir die immer unter die Augen gekommen und dann habe ich mir gedacht, ja geil, cool, kurz gucke ich mal rein, weil da waren auch schon echt ein paar Filme dabei, die haben mir echt richtig gut gefallen. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Mein Einstieg ist erstmal, ich bin jetzt bei einem Regisseur zu Hause oder ich habe einen Einblick in die Behausung eines Regisseurs. Und ich sehe im Hintergrund ein Regal mit nicht einem Film drin. Oder ja, täuscht der Eindruck. Das macht mich fertig. Also jetzt, wo ich mich selber so sehe, hier so über Skype, denke ich, verdammt, ich hätte es ein bisschen production-mäßig ausstatten müssen. Aber ich bin mal ganz, das ist Corona-mäßig bedingt. Das ist wirklich, das Arbeitszimmer ist auch Spielzimmer. Ich mache mal eine kleine Führung, weißt du, so, damit er mal aussieht, wie ist denn überhaupt der Alltag hier? Also die Richtung wo ich mal ein Plakat vom eigenen Film habe. Ah, wohl. Die sieht zwar super aus, aber da hat das Kind gerade gespielt. Ist also irgendwie Chaos, auch nicht so richtig vorzeigbar. Dann ist irgendwie hier mein Rudergerät, was ich so gut wie nie verwende, weil ich habe Rückenschmerzen. Ich habe ja auch Alter jetzt. Aber hier sind ein paar Filme, ja, zumindest ein paar. Aber das sieht wieder doof aus, weil, naja, und oben sind ein paar Preise, die hätte ich jetzt auch noch einschalten können. Aber es ist immer so angeberisch, deshalb, es bleibt, das ist immer noch der beste Ausschnitt. Und hier unten ist Sohnemann wieder am, zumindest spielt er stilvoll mit Jim Knopf Spielzeug. Deshalb. Aber ich merke, das nächste Mal muss ich dann die Rilke Sammelausgabe Hintergrund packen und natürlich so meine Truffaut-Sammlung und so, dann kommt das ein bisschen besser. Ja. Aber zumindest haben wir einen Filmrequisit und zwar da. Das ist nämlich aus dem Film, das ist das Schild, was bei Frau Marzahn an der Tür hängt. Ach so, natürlich. Von Jim Knopf. Ja, krass. Aber ich habe gesehen, du guckst stilecht über Leinwand, kann es sein?
Genau, ich gucke, versuche jetzt möglichst viel über Leinwand zu schauen. Das bringt euch viel, aber obwohl ich sagen muss, diese großen Fernseher sind teilweise besser. Also um wirklich so Sachen zu beurteilen, gucke ich mittlerweile auch aus Faulheit viel auf dem Fernseher. Es geht einfach, die sind ja so groß, die Dinger mittlerweile. Das ist schon irre. Aber was meinst du, um Sachen besser zu beurteilen? Ja, also zum Beispiel Effekte. Also ich bin ja momentan in der Postproduktion von Jim Knopf Teil 2. Und das ist ja so wahnsinnig viel VFX-Effekte, also visuelle Effekte. Und man muss da immer ziemlich genau hinschauen, ob das alles gut ausschaut. Gerade wenn die Sachen fotorealistisch aussehen müssen, so Hintergründe und so. Und das lässt sich eben auf guten Monitoren besser beurteilen als auf Leinwand. So. Und da wir in Corona-Zeiten nicht rausgehen dürfen, also es muss alles von zu Hause beurteilt werden, ist ein großer Bildschirm immer gut. Kannst du außerhalb der Beurteilung noch andere Sachen jetzt zu Hause machen? Oder die Leute, die jetzt noch an Jim Knopf 2 beteiligt sind, können die jetzt irgendwie sich in ihren Studios, können die da arbeiten? Oder wird das jetzt durch Corona, hat das jetzt eine, oder erfährt das jetzt eine Verzögerung dadurch? Ja, eine ganz schöne Verzögerung. Also die größten Probleme für uns momentan sind, es kann nicht mehr synchronisiert werden. Der Film ist ja eigentlich fast ein Vollsynchron, weil viele Schauspieler Briten sind, also Jim Knopf zum Beispiel oder Prinzessin DC. Das heißt, das sind alles deutsche Kinder, die nochmal ins Studio kommen müssen und das synchronisieren. Das geht momentan nicht. Die Studios haben komplett geschlossen. Es arbeitet ja momentan in Deutschland sehr wenig, wird gedreht. Kaum Schauspieler sind am Arbeiten, eben wegen der Gesundheitsbedingungen. Gedreht werden darf ja auch nicht. Und das ist jetzt nicht so gut, aber ansonsten kann erstaunlich viel gemacht werden. Also es ist tatsächlich so, dass in diesen ganzen VFX-Firmen, die Artists, so nennen die sich, die Leute, die sozusagen künstlerisch an den Filmen auch arbeiten, die machen das tatsächlich von zu Hause. Und der Filmkomponist ist auch zu Hause. Das geht also alles, aber irgendwann muss man natürlich aufnehmen. Ne? So, es gibt jetzt schon Szenarien, ob man eine Filmorchesteraufnahme hat und zwischen jedem Musiker, also Posaunist und Cellist und Geige, jeweils irgendwie so Plastikwände zieht, damit die sozusagen nach Corona-Bedingungen aufnehmen können. Also es treibt wirklich irre Blüten. Es sind interessante Zeiten, schwierige Zeiten. Das heißt, es wäre jetzt nicht möglich, bei so einem Film-Soundtrack oder Score jedes einzelne Instrument oder jede einzelne Spur, jede einzelne Melodie aufzunehmen und die dann irgendwann später zu fusionieren? Also der Aufwand wäre in keinem Verhältnis. Und bei diesen Orchestern ist es wirklich so, dass der Sound auch eben darin besteht, dass alle gemeinsam in einem Raum sind und das dann eben aufnehmen. Da ist ja auch der Dirigent dabei. Also das würde nicht wirklich funktionieren. Nee. Ja, krass. Das heißt aber, du bist ansonsten mit den richtigen Dreharbeiten durch und du bist jetzt nur noch an der Postproduktion beschäftigt. Das heißt, du kannst jetzt, also du bist hoffentlich nicht in der Lage, irgendwelche Nachdrehs machen zu müssen, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Bisher war alles gut, aber wir hatten auch noch kein Testscreening. Das gibt's ja auch immer, dass man die Filme dann vor großem Publikum dann testet und danach gibt's manchmal eine Überraschung, dass man eben bestimmte Dinge nachdrehen muss. Das ist, war bei Teil 1 Gott sei Dank nicht der Fall und wir vermuten eigentlich auch jetzt nicht bei Teil 2. Aber man weiß es nicht, man kann es eben nicht testen. Es gibt ja kein Kino, was auf hat. Man weiß auch gar nicht, was ist denn mit dem Starttermin auch. Ne? Also kann der Termin dann wirklich wahrgenommen werden? Man hangelt sich eigentlich von Woche zu Woche und wartet eben auf Neuigkeiten. Aber hattest du sowas mit Test-Screenings, wo was geändert werden musste, schon mal mit einem anderen deiner Filme? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ja, hatte ich schon, genau. Kannst du sagen, mit welchem? Also wir hatten das bei Wir sind die Nacht beispielsweise, wo das Ende nicht funktioniert hat. Da war das eben so, dass wir es wirklich nochmal nachgedreht haben. Es waren einfach Dinge unlogisch, beziehungsweise haben dem Publikum nicht gefallen. Und das haben wir nachgedreht. Und das wurde auch, finde ich, deutlich verbessert. Und dann, das war eigentlich das war das Einzige, was wir hatten. Und manchmal ist es eben so, dass man Dinge rausfindet im Testscreening, man es aber im Schnitt lösen kann. So. Okay. Es ist sage ich mal so, bei den amerikanischen Produktionen wird sehr viel nachgedreht. Das erfahre ich eben von diesen ganzen VFX-Firmen, mit denen wir so zusammenarbeiten. Also auch bei Marvel, wo man immer denkt, Marvel, das scheint so eine perfekte Maschinerie zu sein momentan. Also wirklich so eine Firma, die von außen betrachtet erstmal fast alles richtig macht. Aber auch dort wird fast immer nachgedreht. Also das wird richtig einkalkuliert, die Schauspieler werden geblockt, die stellen den kompletten Film
relativ weit fertig und haben dann Test-Screenings, teilweise aber auch einfach nur so Studio-Screenings und stellen da schon fest, ah, irgendwie mit dem einem Guardian, keine Ahnung, oder wir brauchen da, glaube ich, für Spider-Man da doch nochmal ein paar Gags oder wollen wir nicht doch noch in Venedig aus dem Flugzeug steigen lassen, etc. und so. Und dann wird es wirklich in gescheduled und nachgedreht, ne? So, also das ist wirklich ein fester Bestandteil dessen. Und das ist etwas, was man sich eigentlich in Deutschland nicht leisten kann. Das übersteigt dann, weil das heißt eben auch, dass Monate später die Schauspieler nochmal können müssen, man muss Kostüm, Maske, die Drehorte, alles nochmal, also das übersteigt meistens das Budget, was wir so üblicherweise zur Verfügung haben. Bist du als Regisseur nervöser vor den Ergebnissen des Test-Screenings oder vor den Ergebnissen der Pressescreenings? Ich würde sagen, Test-Screening ist eigentlich noch entscheidender. Also früher war das bei mir anders. Da war ich also sehr, sag ich mal, mit vor den Pressescreenings hatte ich am meisten Bammel. Aber ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, dass es dann doch, sag ich mal, also so wie ich Filmpresse wahrnehme, trifft es auch nicht immer meinen Geschmack. Also es gibt sehr wenig, also es ist nicht so, dass ich mir jetzt den Kritikerspiegel durchlese und das trifft jetzt meinen persönlichen Geschmack. Also bei bestimmten Publikationen ist es teilweise oft fast das Gegenteil, wo ich dann schlechte Kritiken lese und mein Cutter, sage ich mal, der einen ähnlichen Filmgeschmack hat wie ich, der sagt dann immer schon, naja, also dann sollte man sich den Film auf jeden Fall anschauen und dann schaue ich ihn mir an und das finde ich immer super, aber oft ist es so, dass ich denke, das kann ich so gar nicht nachvollziehen, ne? Und man hat das natürlich auch bei vielen Sachen, die extrem hochgelobt werden und wo man dann sagt, naja gut, das ist eine bestimmte Art von Film, wo man sagt, das genieße ich auch, aber ich hätte da jetzt nicht, sage ich mal, so eine Lobeshymne drüber geschrieben. Das heißt also, man lernt im Laufe der Jahre, dass es sage ich mal, ein breites Spektrum geben wird, ne? Auch bei Filmen, die man selber als jetzt eher so gelungen empfindet. Was ich allerdings schon finde, ist, dass das, was einen selber stört, häufig... Ja, hört ihr mich wieder? Ja, ja. Wir hören nicht wieder. Oh, Gott sei Dank. Alles Gott sei Dank. Ah, du bist halt manchmal ein bisschen weg, aber das ist nicht so schlimm. Okay, es tut mir leid. Es liegt vielleicht tatsächlich an einem Haus. Ich wohne in einem Haus, wo alle im Homeoffice sind. Und ich glaube, entweder sind alle am Netflix-Stream oder... machen Homeoffice, naja, wurscht. Nein, und man stellt eben fest sozusagen, also dass man wenig verstecken kann. Also das wird man schon sehen. So, aber jetzt komme ich zu dem Punkt. Gerade für Kinofilme ist das Test-Screening eigentlich fast das Wichtigste, weil das kann über Wohl oder Wehe des Films entscheiden. Also ich hatte schon in meinem Leben sehr schlechte Test-Screenings, also Gott sei Dank eigentlich nur eins. Aber danach war sozusagen der Ofen so ein bisschen aus, ne? Also da werden... wirklich, wenn man am Anfang über 400 Kopien spricht, können es danach nur 150 Kopien sein. Also eine Kopie ist sozusagen ein Kino, was bespielt wird. Das ist wirklich dann so der klassische römische Daumen, der dann über einen Film rübergehen kann. Und selbst wenn es einem der Verleiher nicht ins Gesicht sagt, schlechte Testergebnisse, also das ist in Deutschland ja so, ich glaube 80% der Leute müssen den Film sehr gut oder gut finden, also sehr hohe Zahlen. Und danach geht das wirklich, kann das in den Keller gehen. Außer die Kosten für den Film waren so hoch, dass egal, ob der jetzt gut oder schlecht vom Publikum bewertet wird, das sozusagen dann groß vermarktet wird. So. Und bei guten Test-Screenings ist es so, dass man sich einfach weniger Sorgen macht, weil das Interessante ist, es ist wirklich irre. Ich sag mal jetzt zum Beispiel, Jim Knopf wurde jetzt in Hamburg getestet, in der Mundsburg, ja. Und die Ergebnisse in Hamburg und in Mundsburg an diesem speziellen Sonntag, wann war das, irgendwann im November 2017, die kannst du wirklich auf das gesamte Bundesgebiet kannst du übertragen. Also das wird in Regensburg oder in Hannover oder in Castrop-Rauxel, das wird nirgendwo wirklich anders rezipiert werden, der Film, als da. Das ist irre. Und als Regisseur wehrt man sich gegen diese Gleichmacherei am Anfang. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch irgendwie Marketing und so. Aber es ist tatsächlich so. Aber oder Mechanic zum Beispiel, da haben die getestet im Valley in Los Angeles. Und da gesagt, aber man kann doch nicht im Valley in Los Angeles wissen, ob dieser Film, wie dieser Film global funktioniert. Weder in China noch irgendwie in New York City oder irgendwie sowas. Und es ist wirklich irre, dass die Testergebnisse, weil sie haben da noch mal ein paar Tests gemacht, eigentlich überall fast exakt gleich waren. Und das finde ich ein bisschen erschreckend. Aber
Ist das jetzt eine einfache Vorstellung, die einfach auserkoren wird, so von wegen, hier ist heute ein Pressescreening, oder wie kommen die Leute dahin? Ist das ein Auswahlverfahren, oder? Die Leute werden eingeladen. Also die stehen, die Recruiter stehen vorm Kino und laden eben ein. An dem gleichen Tag noch? An dem gleichen Tag noch? Nee, also da wird oft so gefragt, in Jim Knopf zum Beispiel, da fragt man natürlich hauptsächlich, man fragt jetzt nicht Männer mit einer Bierflasche in der Hand um die 30 mit vier Kumpels auf dem Weg zum Fußballspiel, habt ihr Bock auf Jim Knopf, sondern man sucht eben die junge Familie oder auch, sag ich mal, ein paar Großeltern und versucht eben so einen Mix schon zu machen von Leuten, die ungefähr das Zielpublikum sind. So, und die werden dann eben tatsächlich gefragt, haben sie Lust, einen familienfreundlichen Film zu sehen? Vielleicht nennt man sogar den Titel, eine Jim-Knopf-Verfilmung und so weiter. Und dann werden die eingeladen. Und das, der tricky Geschichte daran ist eben, dass die Filme ja nie fertig sind. Die Filme werden ja so frühzeitig getestet, dass man noch was ändern kann. Das heißt, das Bild ist nicht wirklich fertig, die Musik ist irgendwie so. Das heißt, man versucht irgendwie so eine Fassung hinzudengeln, so ist, dass das Publikum nicht sagt, was ist denn das? Ja, und das ist natürlich gerade mit VFX-Filmen schwierig. Das heißt, die müssen so weit sein, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Weil was die Leute nicht können, ist auch echt schwierig, ist zu abstrahieren. Also man kann denen nicht was zeigen, im Fall jetzt von Jim Knopf, und sagen, naja, der Drache, der wird noch super aussehen, so wie ihr das gewöhnt seid, ja. Vielleicht von Game of Thrones, sondern da sagt das Publikum, oh, scheiße, deutscher Film, und das gibt irgendwie null Punkte. So. Also das geht nicht. Ja. Das, also, da muss ich eine Frage stellen. Weil ich hatte das mitbekommen, dass dein Mechanic-Film, der Zweier, der ist wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der illegal im Netz gelandet, aber ohne die Effekte? Kann es sein? Davon habe ich nichts gehört, nee. Also ich habe das auch nur über Artikel mitbekommen, dass es eine Version existiert gab und da gab es zwei, drei solche Filme. Wolverine war, glaube ich, auch mal der erste Wolverine-Solo-Film. Der war auch mal so ein Thema, dass da halt einfach eine Version im Netz gelandet ist, wo noch keine Effekte waren. Ist das dann vergleichbar mit dieser Testversion? Also mit dieser Test-Screening-Version? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich noch eine frühere. Ja. Nee, getestet wird eigentlich auch da, wenn die Effekte fertig sind. Also gerade bei den etwas größeren Produktionen. Ja, weil da ist halt diese Pool-Szene, ne, bei Mechanic 2. Und da hat man so ein paar Sachen gesehen, die halt wirklich noch unbearbeitet waren, so gesehen. Genau, nee, also das ist, also die getestete Version ist das nicht. Okay. Und deshalb, also das kann nur eine Version sein, die vielleicht irgendwie von so einer von einer Firma kommt, die halt eben Effekte macht zum Beispiel. Aber da sind die Sicherheitsvorkehrungen sehr, sehr hoch mittlerweile. Ja, kann ich mir vorstellen. Muss ja auch schon ein bisschen her sein dann. Das ist, wann war Mechanic 2? 2017 oder 18? Ja. 2016, genau, 16, ja. Und du hast gesagt jetzt, es ist egal, wo das in Deutschland gezeigt wird. Aber würde jetzt Jim Knopf in Amerika gezeigt, die Leute können doch mit der Vorlage jetzt nicht unbedingt was anfangen, oder? Genau, das ist was anderes, ja. Das ist ja, das ist ja wirklich das Interessante am Hollywood-Blockbuster-Kino. Das Hollywood-Blockbuster-Kino funktioniert tatsächlich so, zumindest sehr häufig, dass die Sachen ja weltweit funktionieren. Das ist echt das Erstaunliche. Und mit Sachen wie Jim Knopf ist es natürlich anders. Das ist eine rein deutsche Geschichte. Also das ist, da merkt man schon, dass das Interesse schon in Holland oder selbst, sage ich mal, in Österreich, also im deutschsprachigen Ausland, stark abflacht. Also was ich als Letztes sagte, ist eben, bei Jim Knopf ist es anders. Das ist so eine rein deutsche Geschichte. Aber das Testscreening oder die Testergebnisse wären fast überall in Deutschland relativ ähnlich oder sehr gleich. Ja. Jetzt hast du ja aber Jim Knopf, zum Teil hast du ja eben sogar gesagt, mit englischsprachigen Schauspielern unter anderem gedreht, die aber ja im Nachhinein deutsch synchronisiert wurden. Wo war da der Zweck? Einfach weil dir die Darsteller so gut gefallen haben, dass es egal war, ob sie Deutsch oder Englisch sprechen? Genau. Normalerweise ist das eine Sache, die man natürlich versucht zu vermeiden, dass man auf Englisch dreht und dann nochmal Deutsch nachsynchronisiert, weil die anderen Schauspieler sind ja alle deutsch. Also dann, man weiß ja, dass dann, sage ich mal, der Jim Knopf eine Szene hat mit Henning Baum und mit Annette Frier. Und das sieht dann komisch aus, wenn die Lippenbewegungen nicht genau passen. Aber in dem Fall war es wirklich so, die besten Schauspieler für diese Rollen waren halt einfach in Großbritannien.
Und wir haben dann so einen Trick gemacht, dass man, bei der Synchronisation ist es so, es wird ja viel geschummelt, es kommt viel auf die Labiale an. Also gerade wenn ich sage W oder B, das sind Labiale, also wenn der Mund sich schließt oder M, dass man dann eben, daran sieht man eben, oder das TH, dass es nicht wirklich unsere Sprache ist. Und deshalb ist, sprechen die so ein Kauderwelsch, ne? Oh, Frau Waas, we have to go to Lummerland, sagt er zum Beispiel. Weil genau bei der Frau Waas, das lässt sich halt gut synchronisieren. Und das englische Morrowland ist halt ganz anders von der Lippenbewegung als das deutsche Lummerland. So, das heißt, wir haben beim Drehen schon darauf geachtet, dass es eben für die Synchronisation leichter ist. Auf sowas musst du oder achtest du? Also ich meine, gibt es noch Leute, die das professioneller machen als du? Oder ist das für dich schon, sag ich mal, der Anspruch zu sagen, ey, also die so kleine Details, die muss ich einfach beachten, weil sonst mache ich meinen Job nicht richtig? Ja, ja, die musst du beachten. Ja, ja. Naja, man hat ja viel selber synchronisiert, jetzt im letzten Jahre, und mich stört es ja selber häufig. Also das gibt es ja häufig, dass man, sage ich mal, Homeland guckt und es sind offensichtlich deutsche Schauspieler, die wohl auf Englisch gedreht haben, dann guckt man das aber auf Deutsch und denkt so, hä, was ist mit den Lippen? Und es ist genau dasselbe und es ist derselbe Schauspieler. Und da mich das selber so stört, muss es eben gut sein. Und das deutsche Publikum soll ja nicht unbedingt wissen, ah, das ist jetzt ein Engländer, der den Jim Knopf spielt, sondern wir haben unseren Job gut gemacht, wenn man denkt, ach, die Schauspieler waren ja alle toll. Das ist ja super, wo findet man denn so ein Kind in Deutschland? So, das wäre das Ziel. Jetzt muss ich mal fragen, wie kommt es, dass ja, du jetzt, sag ich mal, zwei Filme machst über Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer, nachdem du halt echt Filme gemacht hast, die auch gar nicht mal so ohne waren, ja? Also ich meine, Phantom war nicht ohne, Die Welle war nicht ohne, Napola war auch ein bitterer Stoff, Wir sind die Nacht hat schon auch hier und da ein bisschen mit Gewalt und Blut zu tun gehabt. So. Also es war ja schon fast vierte Macht, ne? Ist halt ein Erwachsenen-Thriller und Mechanic ist ein reinrassiger Actionfilm. So. Wenn ich mir jetzt so den anfänglichen Werdegang anschaue, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du irgendwann mal bei ja, dem tatsächlich Familien- oder Kinderfilm landest. So. Ist das schon immer der Plan gewesen, mal genau so eine Traumfabrik-Geschichte zu machen? Also bei mir ist Jim Knopf, ist, glaube ich, so ein Spezialfall, weil ich einfach der Mega-Fan bin. Also das ist ein Ende und für mich ist Jim Knopf, also ich habe Hörspiel, glaube ich, von Jim Knopf, ich bin ja eh so ein Hörspielkind, ja. Also ich habe das, glaube ich, 100, 200 Mal gehört. Ich kenne das in- und auswendig. Also auch diese Version, die Michael Ende selber, wo er Erzähler war, da hat er sogar Regie geführt. Das ist so, damit bin ich aufgewachsen. Und für mich ist das per se erstmal ein Fantasy-Stoff, ein großer Abenteuer-Fantasy-Stoff. Man ist immer selber so ganz erstaunt, wenn man dann so die Kategorie sieht und vom Verleih Kinderfilm steht, dann denke ich auch mal so, Mensch, Gansel, jetzt machst du irgendwie einen Kinderfilm, aber dann ist es so, es stimmt ja auch, es ist eben dann, also bei mir hat sich das nur, die Begeisterung ist halt immer noch die des 8-9-jährigen kleinen Jungen, der da so begeistert ist, aber das hat irgendwie nie nachgelassen, ja, also ich würde es immer, ich finde die Geschichte einfach großartig und da total Bock drauf ja, und hofft, dass es eben anderen Leuten auch so geht. Ne? Also das, ich höre das auch aus meinem Umfeld, dass sag ich mal, viele, die das ähnlich toll fanden als Kind, dass sich das jetzt auch noch anschauen. Ne? Jetzt bin ich mit dem Stoff selber nicht so vertraut. Ich kenne Jim Knopf von der Augsburger Puppenkiste natürlich. Jetzt den zweiten Teil, den du gemacht hast, basiert der auch auf einer Vorlage? Gibt es also verschiedene, ja, Jim Knopf Abenteuer? Ja, genau. Das ist das zweite Buch, Jim Knopf und die wilde 13, und die beiden gehören zusammen auch. Also es war ganz gut. Jetzt ist die Geschichte wirklich zu Ende erzählt. Ja. Na, das, nee, hat das ja ist, bei Filmen nichts Vergnügen zu sagen. Also klassisches oder Neudeutsch heißt es ja, wie ich gelernt habe, Family Entertainment. Ja. Aber ich finde das super. Für mich ist jetzt nicht genau das Beispiel. Für mich ist das so eine Welt, zumindest in meinem Kopf, so ein bisschen wie Harry Potter oder früher die frühen Spielberg-Filme, ne? Da ist Jim Knopf natürlich nicht ganz so, ist noch ein bisschen jünger, aber die Welt hatte ich immer so vor Augen, die ich halt toll fand, ne? So die Goonies oder sowas, ne? Da bin ich ja so ein bisschen Abenteuer. Wie gesagt, ist jetzt noch ein Tick erwachsener, das sind so Teenage-Geschichten, aber das schwebte mir immer vor, das hatte ich immer so vor Augen, weil damit bin ich aufgewachsen. Also das war deine filmische Sozialisation? Ja, ja. Was ist dein Highlight so? Was ist dein All-Time-Favorite aus dem Zeitraum so? Wo sagst du, ey, da werde ich immer wieder komplett klein und weinerig?
Ich würde sagen, zurück in die Zukunft. Ja? Also das ist, ja, würde ich sagen, das ist nahezu perfekt. Also, oder das ist perfekt eigentlich. Es gibt so ein paar Sachen, wo man dann, also ich glaube, zurück in die Zukunft, da war ich so 10, da dachte ich irgendwie, also das ist, weil das hat irgendwie alles, ne? Es ist eben auch klassisches Family Entertainment, aber es ist wahnsinnig intelligent. Einer der besten Zeitreisenfilme, es ist menschlich anrührend, die Charaktere sind toll, es ist wirklich Wahnsinn, ja. Es ist, also da gibt es keinen Fehler in dem ganzen Film. Also das ist wirklich irre. Ja. Das ist so witzig, ne? Weil die ganzen Produzenten und die ganzen Studios, denen dieser Stoff angeboten wurde, die hatten alle so Schiss vor dem einen Faktor, dass die Mutter als Teenagerin auf ihren eigenen Sohn abfährt. Und das war für die so ein Hinderungsgrund, diesen Film realisieren zu wollen, ja, bis dann halt irgendwie die entscheidenden Geldgeber da am Start waren und gesagt haben, ja komm, mach mal. Und gucken, was passiert. Ey, also wirklich, bis ich von dieser Tatsache erfahren habe, ist mir nicht mal ansatzweise der Inzucht-Eindruck oder der Ansatz irgendwie in den Sinn gekommen. Es kommt ja, geht ja auch nicht wirklich weiter in dem Film, nee, bei diesem Gedanken. Also. Ja, aber das war für die so ein Riesenthema. Zemeckis hatte so Probleme damit, irgendwie dieses Drehbuch an den Mann zu kriegen, irgendwie, weil sie halt alle Schiss davor hatten, dass die Leute sich darüber aufregen können, dass, ja, die Mutter einfach nicht mit dem eigenen Kind irgendwie rummachen darf. Hat sich von den Zuschauern im Nachhinein irgendjemand darüber beschwert? Wahrscheinlich nicht. Weiß ich, da würden mich mal die Testscreenings interessieren, ne? Ich weiß überhaupt nicht. Es war aber wirklich, kein Menschen hat, aber es war auch toll gemacht, ne? Also das ist ja wirklich eine lustige Szene. Es ist lustig, es ist anrührend, es ist aber in keinster Weise irgendwie weird oder schmierig oder was man immer auch hat. Aber ja, das ist eben die Kunst. Wahrscheinlich ist es tatsächlich aufgrund des Drehbuchs schwer zu beurteilen gewesen. Ne? Es ist dann immer so, es ist eben die Art, wie es dann gemacht ist, hat es dann. Aber ihr wisst ja auch, der Film wurde ja auch wie 10 Tage lang mit einem anderen Hauptdarsteller erstmal gedreht. Ja, ne? Mit Eric Stolz, ne? Eric Stolz, ne? Ja. Und hier, die Testaufnahmen würde ich tatsächlich gerne mal sehen. Und dann war ja auch die irre Geschichte, dass sie irgendwie mit dem anderen Schauspieler, na, wie siehst du hier, kleiner Blackout, Michael J. Fox, der hat ja irgendwie tagsüber noch eine Serie gedreht und mit dem sind sie ja irgendwie nachts ins Studio gegangen. Der hatte dann irgendwie 20-Stunden-Tage und wenn man den Film sieht, das sieht man ja zu keiner Sekunde, dass der irgendwie unausgeschlafen ist oder dass ein Gag nicht sitzt oder die Emotion nicht, also es ist einfach super. Ja. Oder es passt aber halt genau. Es passt halt genau richtig zu diesem entnervten, entkräfteten Marty McFly, der halt nicht fassen kann, was ihm da passiert. So, ja, ich glaube, das war auch ein bisschen der Gefühlszustand. Geh mal zu Hause. Aber ich habe nur gehört, dass, wie heißt er, Biff, dass Biff. Das irgendwie das Vorbild für Biff damals schon Trump war. Das finde ich auch so lustig. Wenn man sich dann nochmal anschaut, merkt man, ja, stimmt so ein bisschen. Ja, vor allem, wenn man dann Biff sieht, wie er als, sag ich mal, Präsident über diese alternative Zukunft herrscht, sind die Parallelen wirklich nicht mehr weit so. Ja. Aber wie kam es dann, weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie kam es dann, dass dein erstes Ding, was du so wirklich in Szene setzen wolltest oder das du irgendwie verwirklichen wolltest, eine Geschichte über, ja, weibliche Vampire war? Weil das war ja wohl der Ursprungswunsch, das mal verfilmen zu wollen, oder? Ja, also ich sag mal, die Grundidee war damals auch noch ein bisschen eine andere. Also im Grunde genommen hatte ich eine Art von Twilight vor Augen. Also ich wollte eigentlich die Geschichte erzählen einer weiblichen Vampirin, die sich in einen Sterblichen sozusagen, also einen Menschen verliebt, ja. Und sozusagen, die haben dann eine schöne Zeit zueinander und dann kommen die anderen Vampire zurück. Das war eigentlich die Grundidee. Es war eigentlich relativ romantisch, ja, also mit viel Action-Elementen und so, und die müssen dann fliehen und so ein bisschen Romeo und Julia, so ein bisschen. Und aber genau, das war eben 1996, hatte ich das entwickelt und richtig interessiert hat sich damals überhaupt keiner dafür. Und die Idee war auch, das auf Englisch zu drehen. In Prag, weil ich damals in Prag war und das hat mich sehr beeindruckt. Ich fand die morbide Atmosphäre der Stadt, das war damals auch noch nicht so aufgeräumt und touristisch wie heute, das fand ich eigentlich perfekt dafür. Und das war eigentlich so die Ursprungsidee. Und warum? Ich fand das einfach super. Also ich stehe irgendwie auf Fantasy und fand das klasse und hatte da irgendwie total Bock drauf, das so zu machen.
Aber das ist natürlich, zu der damaligen Zeit war das ein Abs-, also da habe ich mir die Nase blutig gerannt, das ging gar nicht. Ich meine, 96, wenn man sich da mal so die Top 10 deutschen Titel anschaut und so, das sind 8 Beziehungskomödien, also das war überhaupt nicht die Zeit, ne, für sowas, ja. Und dann der andere Film, Das Phantom, den ich eben, mein Regiedebüt, das war ja ursprünglich auch als Kinofilm geplant. Aber auch da eine Geschichte über die RAF-Verschwörungstheorie, das auch nur als Kinofilm anzudenken, das war damals auch einfach wirklich total schwierig. Das waren die Zeiten, ja. Aber wie darf man sich das vorstellen? Also du bist dann, ich meine, ich schätze mal, heutzutage ist es ein bisschen einfacher zu kommunizieren und Stoff an Leute zu bringen. Aber wie darf man sich das bei dir damals vorstellen? Weil du warst dann, ich denke mal, noch im Studium oder beziehungsweise zumindest irgendwie in der Ausbildung und hast aber Ideen gehabt. Und wie kommt man dann irgendwie an die entsprechenden Türen? Weil auch das Phantom, der jetzt letztendlich durchs Fernsehen realisiert worden ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da muss man ja auch erstmal an die Redakteure, an die Intendanten, an die Geldgeber und die Töpfe kommen und so weiter. Das stelle ich mir jetzt gerade zu dem Zeitpunkt für einen jungen Studenten ziemlich schwierig vor, oder? Ja, das war schwierig, aber ich hatte eben das Glück, dass der Christian Becker damals schon, also das war nicht nur sozusagen ein guter Kumpel, wir haben uns eine WG geteilt, das war eben auch, sage ich mal, ein Produktionsstudent und der hatte viele Kontakte schon damals und wir hatten zusammen 1, 2 Kurzfilme realisiert, die teilweise auch im Kino liefen, also wir hatten schon so ein bisschen so einen Grundstock, auf den wir aufbauen konnten und dann kam man mit den Leuten einfach ins Gespräch. Also wir kannten eigentlich alle, die wichtig waren, aber es war eben noch nicht so, dass man sie dadurch auch überzeugen konnte. So. Aber es ist auch nicht so schwierig, finde ich, auch heutzutage es ist, an die Leute zu kommen, weil die Entscheider, wenn man ein bisschen sich im Internet recherchiert, das sind nicht so viele Entscheider, die wirklich Dinge greenlighten können, wie man auch so schön neudeutsch irgendwie sagt, und Dinge möglich machen. Es ist wie immer, sie zu überzeugen, ne? So. Das ist wahrscheinlich heute ein bisschen einfacher geworden, weil sich die Genrevielfalt eben verstärkt hat. Also damals gab es ja fast eh nur Kino, niemand hatte Lust auf Fernsehen, es waren andere Zeiten. Und heute ist es fast so, dass die interessanteren Stoffe im Fernsehen laufen und im Kino eben nur noch sehr wenig Genrevielfalt herrscht, die auch wirklich funktioniert. Aber es wird eben viel mehr gemacht, ne? Also, und ich sage ja immer so mein altes Reden, das Genre in Deutschland ist so schwierig, das Genre in Deutschland ist da, bloß das Fernsehen macht das, ne? Also Serienkiller mit Der Pass, Zweiter Weltkrieg mit Das Boot, Zeitreisenfilme mit Dark, Filme über Bankenkrise, Bad Banks, also all die Themen, die wahrscheinlich alle Regisseurinnen und Regisseure interessiert haben, die jetzt nicht sagen, wir haben Bock auf Beziehungskomödie, die sind möglich, aber halt nicht im Kino, sondern im Fernsehen. Und vielleicht ist es auch einfach die Zeitenwende, die wir haben, dass man sagt, da sind sie gut aufgehoben, weil da ist das Publikum, da ist auch der Ort für Experimente, weil die Leute zahlen 10 € im Monat und gucken halt mal kurz rein und entdecken irgendwas, wie deutsche Zeitreisenserie, die Deutschen können doch eh nichts, ist doch alles scheiße und so. Und klicken rein, denken, oh, ist eigentlich ganz geil. Oder Das Boot fand ich ja super, Zweiter Welt. Und plötzlich hat man irgendwie das Publikum dafür. Und ich glaube, das ist irgendwie so der gordische Knoten ist da geplatzt. Ja, aber auch erst, naja, noch vor nicht allzu langer Zeit, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir diese solche Art Serien, wir haben gerade vorhin noch über 4 Blocks gesprochen, zum Beispiel mit ein paar Kollegen. Das ist ja nicht so, dass wir mit diesen Serien jetzt wirklich über längeren Zeitraum verwöhnt worden sind, sondern das ist ja alles jetzt, sag ich mal, in den letzten, was sagen wir, 3 Jahre vielleicht? Ja. Entstanden, so in dem Zeitraum. Ja. Genau, und ich glaube auch, wir sind inzwischen jetzt echt auf einem guten Weg. Es gibt gute Sachen, die jetzt am Start sind. 2. Staffel, Das Boot, hat jetzt auch gezeigt, okay, da scheint wohl ein Markt für da zu sein. Wenn die sich nochmal leisten können, sowas Aufwendiges zu produzieren. Babylon Berlin zum Beispiel, ja. Auch mega aufwendig. So. Der Pass, hast du gesehen? Ja. Ja, ich habe es immer noch als Blu-ray-Box zu Hause stehen. Ich habe leider noch nicht reingeschaut. Kannst du empfehlen oder? Das ist toll. Super. Und hätte ich überhaupt nicht, also gut, ich kenne die Macher jetzt auch, aber ich war da eher kritisch, ähnlich wie ich beim Boot auch kritisch war, aber ich muss wirklich sagen, also jetzt mal kurz zu Der Pass, wo ich sage, oh, ich war auch nicht so ein Fan von Die Brücke, muss ich sagen,
ist jetzt irgendwie dieses Nordic Noir, ging mir irgendwann auf die Nerven, weil irgendwie alles so war. Ich bin auch depressiv und ich stecke eigentlich noch eine Kugel im Kopf und ich muss an meinen Kriminalfall und denke, ah ja, ist irgendwie auch sexsüchtig oder irgendwie, ist ja immer dieselbe Nummer gefühlt, ja. Und dann denke ich, und das irgendwie auf Deutsch. Und dann ist aber diese Nummer mit diesem Alpenhintergrund und dann der Ovčarek so als Naturgewalt, also das geht, finde ich, wirklich super auf. Es macht großen Spaß. Und auch über 8, und das ist ja eine lange Strecke, 8 Folgen. Also fand ich echt sehr unterhaltsam. Aber hast du als Kinofilmregisseur nicht durchaus auch vielleicht so ein bisschen Angst, dass du Filme wie zum Beispiel Jim Knopf irgendwann für Netflix machst? Oder machen musst, weil das Kino, ja, haben wir ja jetzt gerade durch die Corona-Krise wieder so ein bisschen aufgekommen, dieses potenzielle Kinosterben oder generell das Sterben eines, ja, eines ganzen Industriezweigs so gesehen. Siehst du da Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime und so weiter eher als Chance, dass du das auch weiterhin machen können wirst, deinen Job jetzt? Oder ja, sind sie quasi auch mit so ein bisschen schuld daran, dass man sich Sorgen machen muss um das Kino? Beides. Also ich finde, es ist beides. Ich denke, das Kino ist in einer größeren Krise, als wir uns momentan eingestehen. Das Kino war schon immer gefährdet und ich glaube, durch die Corona-Krise hat sich sehr viel noch verstärkt. Ich denke, dass man sich klar machen wird, dass viele Kinos, die jetzt geschlossen haben, nie wieder aufmachen werden. Und es sind häufig eben auch Kinos, die wahrscheinlich die Filme gespielt haben, die uns jetzt, ne, also auch, oder die Zuschauer, die jetzt dieses Format jetzt heute sehen, die natürlich filminteressiert sind, viele von den Lieblingskinos, die werden es sehr, sehr schwer haben. Ja, andererseits ist es aber auch einfach zu verlockend, weil Netflix und Amazon und die ganzen HBO Max, die hat ja jetzt auch einen neuen Starttermin und so, man findet ja auch so wahnsinnig viele und es ist so unglaublich bequem. Also das ist so ein Paradox aus, die Leute schauen eigentlich wieder mehr Filme an, also wie sie auch mehr Serien gucken und sagen eben auch, sie gucken sich jetzt eben eine deutsche Serie über arabische Clans an, was sie vielleicht vorher nicht gemacht hätten und finden das auch super. Und andererseits ist eben dann die Bereitschaft, ins Kino zu gehen, weniger da. Und wer früh drauf reagiert hat, ist eben Hollywood mit dieser ganzen Strategie vor 10 Jahren eben viele kleine Firmen dicht zu machen und ein bestimmtes Segment an Filmen gar nicht mehr zu bedienen. Also alles zwischen 20 und 80 Millionen Dollar wurde ja kaum mehr gemacht und alle, kann ich mich an die Diskussion noch erinnern, wie kann man nur und Filme wie Boogie Nights, wer soll das denn jetzt machen und das sind doch die Filme, die wir lieben und es gibt's nicht mehr. Und Firmen wie Disney haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Wir machen sogar Miramax zu. Danke, tschüss, das war's. Ne? Wo man denkt, irgendwie wir kaufen Star Wars ein und wir kaufen jetzt die Marvel Studios und alle haben gesagt, um Gottes Willen, letztendlich war es fürs Kino die richtige Strategie. Ob man das jetzt super findet oder nicht. Dadurch haben diese großen Hollywood-Studios im Grunde genommen überlebt und haben die kleinen Sachen, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich so ein bisschen dem totalen Independent überlassen. Oder eben jetzt Netflix. Muss man ehrlicherweise ja auch sagen, dass man wirklich auch im Spielfilmbereich viele spannende Perlen wie The King oder wie das, glaube ich, hieß mit dem Chalamet. The King, ja. Ne, The King, eine totale Perle, wie ich finde, ist auf Netflix. Wer hätte das jetzt in Hollywood gemacht? Und ganz ehrlich, wie viele Leute hätten sich das in Deutschland im Kino angesehen? Sehr überschaubare Zahl. Ja. Und auf Netflix gucken das wahrscheinlich 100.000. Also es ist sozusagen, wenn man jetzt so von der Filmkunst spricht, Chance und Gefahr zugleich. Ja, solange es halt nicht irgendwie ja an gewisse Formeln und Algorithmen und sowas angepasst wird, wie ja auch schon teilweise geschehen bei diversen, also bei verschiedenen Anbietern, soll mir das ja alles noch recht sein. Also wenn solche Perlen entstehen können wie The King, bin ich da auch durchaus dafür. Wenn da aber auch nur so Ausschussware bei rumkommt, wie jetzt diese ganzen anderen Direct-to-DVD-Dinge, also, ne, dann muss man sich halt auch fragen, oh Mann, wird das über kurz oder lang bestehen bleiben? Und dann hast du halt wirklich einen Engpass. Aber ja, aber auch Disney muss ich jetzt umschauen, ne? Also so gut geht's denen gerade auch nicht. Also wenn die Aktie jetzt schon unter Netflix irgendwie gefallen ist und vor allem diese ganze, ja, das, was ich halt auch so nicht wirklich betrachtet hatte oder nicht so wirklich als wichtig angesehen hatte, aber die Parks und die Kreuzfahrtgeschichten, das ist so ein wichtiges Standbein für die und das ist jetzt einfach nicht mehr da. Ja. Ist einfach weg. Und auch noch schon mehrere tausend Mitarbeiter wohl entlassen. Also, ja.
ich weiß nicht, hast du darüber nachgedacht, irgendwie hast du schon mal ins Extreme gedacht, wie es ist jetzt vielleicht so, wenn es wieder so eine Vollsperrung kommt, wie man dann vielleicht Filme oder Sachen inszenieren kann? Gibt es Ideen oder Notfallpläne? Ja, es gibt schon. Ich habe jetzt irgendwie so, die ersten Kollegen drehen so Remote-Regie. Da gab es da so ein paar Formate. Und es gab jetzt auch eine Werbung, die ein Kumpel von mir gedreht hat. Der hat dann einfach Kameraleute losgeschickt in ganz Deutschland und hat die genau gebrieft, was sie drehen sollen. Und hat daraus eine Werbung gemacht über Deutschland während der Pandemie eigentlich. Die dann unter Schutz mit allem, mit Atemmasken so rausgegangen sind. Und das gibt's auch. Aber das kann natürlich nicht die Zukunft sein, außer man lädt jetzt irgendwie zwei Freunde ein, wo man weiß, keiner ist krank und dreht sozusagen hier im Zimmer irgendwie ein Kammerspiel. Ne? Geht vielleicht auch. Obwohl. So, der sehr geschätzte Kollege Sönke Wortmann zeigt das ja schon, wie das geht. Ja, da gibt es ja so ein paar Kammerspiele, Frau Müller muss weg oder jetzt auch Contra und so, der auch wieder super aussieht. Das geht auch, ne? Also das sind auch sehr erfolgreiche Kinofilme übrigens, ne? Die aus einer totalen Beschränkung oder perfekte Geheimnis natürlich das prominenteste Beispiel, wo man sagt, man braucht nicht viel. Ja, eine stimmt. Location und fünf tolle Schauspieler und ein unterhaltsames Buch und ne? Vielleicht ist das der perfekte Corona- Film. Der Vorname hätte auch während Corona gedreht werden können. Der Vorname hätte während Corona gedreht werden können, ja. Oder Gottes Gemetzels. Ja. Das wären sie, die Wohnungsfilme. Wie gesagt, also, ne, also das ist, natürlich hat man auch das Team, was noch im Hintergrund ist, also das sind dann trotzdem 50, 60 Mann am Set, aber von der Grundidee, vielleicht ist das der Weg, dass die Geschichten einfach ein bisschen kleiner werden und eben versuchen, mehr so auf High-Concept zu gehen. So, also mit so einer speziellen Prämisse, die erstmal so alle catcht, ne? So. Ja. Apropos High Concept, das bringt mich wieder zurück zu Wir sind die Nacht, denn du hast ja dann nach dem Phantom erstmal Mädchen Mädchen gemacht. Mhm. Ja, und Mädchen Mädchen war ja, glaube ich, ein Remake von einer US-Teenie-Komödie oder zumindest entliehen zumindest Teile daraus, wenn ich das noch irgendwie richtig mitgeschnitten habe. Und ich schätze mal, das war dann deutlich einfacher an den Mann zu bringen, als eben so ein Konzeptfilm über drei oder vier weibliche Vampirinnen, oder? Ah, ja, ja, klar. Nee, ich habe ja, wie gesagt, das Phantom war ein totaler Herzensstoff von mir. Finde ich auch nach wie vor, glaube ich, so einen meiner stärksten Filme. Aber das war eben so, für mich waren das 5 Jahre harte Arbeit und dann lief der, ich bin da auch ProSieben sehr dankbar, dass sie den gezeigt haben, aber die Wahrheit am Ende war, der wurde ausgestrahlt irgendwie im Mai 2000 an einem der wärmsten Abende des Jahres und hatte also wirklich minimale Quoten und dann fragt man so rum im Bekanntenkreis, wer den Film gesehen hat und es hat ihn eigentlich wirklich niemand gesehen, der dich nicht persönlich irgendwie kennt, ja, an dem du nicht eine DVD in die Hand gedrückt hast. Und aus diesem, muss ich auch wirklich sagen, Frust war dann wirklich so, ich sage, okay, ich will jetzt einmal auch zeigen, also kann ich nicht nur dunkel, weil alles, was mich interessierte, waren halt dunkle Stoffe, kann ich dann auch Komödie. Und ich gucke zwar persönlich Komödien gerne, aber hab mir das aber selber nie zugetraut. Und ich sage, komm, ich mache jetzt mal so ein Ding, was wirklich auch auf Kommerz gebügelt ist. Und hatte, muss ich sagen, daran echt großen Spaß. Ja? So, also die Grundprämisse ist ja auch relativ albern und sehr simpel und hatte dabei einen solchen Spaß. Und klar, das Ding ging dann eben dann durch die Decke, ne? Und danach, muss ich sagen, war für mich so dieser Weg geebnet, im Kino eben auch Stoffe wie Napola zu machen. Auch wieder so ein Stoff, den hätte ich nicht wirklich die tollen Produzenten gehabt, also die auch eben Mädchen Mädchen produziert haben und gesagt haben, okay, der Typ kann was, ja. Das wollte auch wiederum kein Mensch machen, ne? Also hast du den gesehen? Ist eben so ein Stoff, weißt du, das ist irgendwie, da habe ich mich mit Bernd Eichinger, Gott hab ihn selig, drüber unterhalten und der sagt eben auch, sei mir nicht böse, ich finde Mädchen Mädchen super, aber ich kann damit nichts anfangen, das will kein Mensch sehen, das ist ganz strange und so, ne? Und dachte, um Gottes Willen, wenn das der Bernd sagt, ja, das ist für mich so ein Vorbild, was denke ich mir für einen Scheiß aus und so. Und ehrlich gesagt, ohne Mädchen Mädchen, ohne die, keine Ahnung, 1,8 Millionen Zuschauer, die der Film damals gemacht hat, hätte ich diesen Film nicht machen können und auch Napola halte ich für einen meiner stärksten oder stärkeren Filme, auf jeden Fall, ja. Und das ist einfach so, ne? Man muss sich da, das war so ein bisschen dann auch so, wie ich da vorgegangen bin. Ich mochte den Napola. Ich hatte den leider nur auf DVD mitgeschnitten. Und tatsächlich, die habe ich sogar noch, habe ich damals schon
Presse-DVDs bekommen und Konstantin hatte damals so eine schöne Angewohnheit, die haben auf ihre Presse-DVDs, also auf das Bild der Presse-DVDs, haben die so einen riesen Rahmen gepackt. Und dann stand unten in dem Rahmen noch fett Konstantin-Film drin oder Konstantin drin. Und es war halt schon fast echt unmöglich, den zu gucken. Aber genau so habe ich den zum ersten Mal gesehen. Und trotzdem hat er mir echt gut gefallen. Also ich mochte Max Riemel tatsächlich einfach sehr gerne in dieser Rolle. Und ich fand, ich mag eh so Schul, alles was mit irgendwie Menschen eingeschlossen auf engerem Raum oder so und unter gewissen Strukturen, das gucke ich mir gerne an. Knastfilme zum Beispiel. Ich stehe auf Knastfilme ohne Ende. Und aber auch so Schulfilme, so Internatsfilme oder sonst irgendwas. Das gucke ich halt echt einfach gerne. Und hier dann in die Kombination mit dem Dritten Reich, das fand ich schon, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Konnte ich auch gut, also hätte ich nicht gedacht, weil, und ich hoffe, du verzeihst mir den Ausdruck oder beziehungsweise die Reaktion, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, ich mir gedacht, oh ey, schon wieder Nazi-Film, so, ne? Also, es ist so dieses Thema war ja schon auch damals schon echt breit getreten. Ja, ja. Aber Napola fand ich, wie gesagt, davon, ich kannte das nicht. Ich fand das ein neuer Ansatz. Es war jetzt halt auch nicht so Hitler-Jugend direkt, so, dass man schon wieder verteufeln konnte oder musste auf Anhieb. Und dementsprechend hat mir der echt gut gefallen. Ja, und dann kam die Welle. Und Welle, habe ich gedacht, wie will er jetzt aus dem Ding, was man schon in der Schule durchgekaut hat bis zum Erbrechen. Und zudem ist ja auch schon diese schäbige US-Verfilmung gibt. Ich weiß, hast du die jemals gesehen? Diesen Fernsehfilm. Wie willst du denn da was draus machen? Ja, und dann, also Welle, muss ich sagen, hier, Hut ab. Also das hat mich überrascht, der gesamte Film. Also wie er inszeniert war und wie er halt auch, welche Leute er gefeatured hat. Und ja, er hat für mich einen der faszinierendsten deutschen Schauspieler überhaupt hervorgebracht, den wir hier auch schon bei Auf einen Drink begrüßen durften, nämlich Frederik Lau. Ja. Und wie erfolgreich er war, obwohl es ja eigentlich auch im weitesten Sinne Genrestoff ist, wobei ich schon mal, ich habe vor Jahren mal einen Artikel darüber geschrieben, dass Genre immer nur dann ankommt, beim Publikum jetzt, wenn es auf einer Buchvorlage basiert tatsächlich. Und da gehörte, da war die Welle nämlich auch mit bei. Also da gehörte auch zu den, ich glaube, in den letzten 10 oder 15 Jahren erfolgreichsten Genrestoffen hier in Deutschland. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie, da trifft sich so, ich sag mal, die Genrekunst, da trifft die Genrekunst den Kommerz so ein bisschen. Hatte ich bei der Verfilmung immer so den. Ja, aber auch gleichzeitig nun mal halt ein Thema, was für uns immer noch relevant ist und was hier halt mal in einem anderen Gewand verpackt worden ist und nicht unbedingt gleich dann. Ja, ich meine, sie spielen natürlich auch mit der Symbologie, aber man muss jetzt nicht immer gleich schon wieder Hakenkreuze und keine Ahnung, welche altgebrachten Parolen irgendwie um die Ohren knallen, sondern man hat es jetzt einmal gesehen, wie es halt auf eine andere Art und Weise funktionieren kann. Und hey, ich beim Finale, ich traue, also wirklich, ich gehe immer noch mit Freddy mit so. Also der tut mir so leid in dem Moment. Aber was will er machen? Also fand ich echt gut. Klopft man sich da so ein bisschen auf die Schulter? Ja, da waren wir echt, natürlich, klar, da waren wir echt froh. Man ist ja immer froh, wenn was funktioniert, ne? Vor allem war es eine tolle Zusammenarbeit, weil das Drehbuch entstand ja in Zusammenarbeit mit Peter Thorwart und Peter war da wirklich so die federführende Kraft. Also ich habe mich vorher an so einer Fassung versucht und fand das echt schwierig. Und der Peter, für die kennen ihn ja eigentlich alle, aber natürlich der hinter dem deutschen Filmklassiker Bang Boom Bang, ja. Ne, also einer der besten Männer und Regisseure, die arbeiten, der ist sozusagen ein Schulkollege von mir, also ein Unikollege, ne? Und der hatte, würde man jetzt auch gar nicht denken, dass er mit dem Stoff was zu tun hat. Und den habe ich aus wirklich gefragt, kannst du uns helfen? Hast du da eine Idee zu? Und dann hat der Peter sozusagen meine Ergüsse genommen und hat das nochmal komplett umgearbeitet. Und er hat sozusagen innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, das Drehbuch hat er in 10 Tagen geschrieben, hat er das Ding dann. Und das war von Anfang an, hatte so ein, also echt wenig Macken und die Dialoge, das konntest du genauso sprechen, musstest nichts ändern, das war wirklich super. Genau, und im Casting, das ist dann so der zweite Glücksfall, dass dann eben Leute wie Frederik Lau, da war er damals auch 17, also das ist einfach, der war im Casting auch schon die Obergranate, ja, oder eben, wer war da alles noch dabei? Ich meine, Elias Mbarek war dabei, stimmt. Max Riemelt, also es ist Tim Oliver Schulz und so, das waren ja alle, waren ja wirklich alle saujung. Das war echt so ein Glücksfall, dass man die da alle so zusammenbekommen hatte. Nee, das hat echt Bock gemacht, muss ich wirklich sagen. Also Bock gemacht zu drehen
Ja. Welchem Film würdest du jetzt dann aber mehr Einfluss auf deine, sag ich mal, auf deinen Werdegang zusprechen? Mädchen, Mädchen oder Die Welle? Nee, Die Welle ist das. Ja, ja. Ja? Nee, bei Mädchen, Mädchen ist ja so, wie gesagt, das ist dann eher, wenn man jetzt so aus Regiesicht spricht, bei Mädchen, Mädchen ist es toll, den zu machen und es macht viel Spaß, aber ich sag mal jetzt so, wer richtig da groß rauskommen kann, das sind die Schauspieler. So, das können Karriere-Trittbretter sein, ne? Also das merkt man so bei erfolgreichen Teenie-Filmen. Ich habe das ja damals live miterlebt, da mit Diana Amft und Caroline Herfurth. Du kannst am Anfang mit denen Kaffee trinken und dann kommt der Film raus und zwei Wochen später gehst du an der Schule vorbei und die Leute rasten aus, ja, weil die dann wirklich überall erkannt werden, also in der Zielgruppe dann halt, ne? Aber das ist jetzt nichts, wo jetzt Regiekollegen, außer Bora Daktikin, weiß ich, der hat, mit dem habe ich mal über Mädchen, Mädchen unterhalten, dass er gesagt hat, er findet den so super und also das war wirklich große Freude, der hat das sehr genau beobachtet damals. Aber das ist jetzt nichts, wo jetzt Regiekollegen auf einen zukommen und sagen, super, oder wo man irgendwie auch nur eine gute Filmkritik von bekommt, ja, also die muss man sich mal durchlesen, ne? Also danach will man eigentlich aufhören, Filme zu machen, ja. Also wer mal Lust hat, sich das, wo man sagt, das ist ja auch, aber das ist dann wieder, sage ich mal, Deutschland, ne? Da könnte man vielleicht auch mal schreiben, naja, es ist auch vielleicht ganz lustig gemacht oder irgendwas Positives, aber das wird man nicht finden, ja. Also bei Mediabiz auch in Ordnung. So, bei Mediabiz war es gut. Und du gewinnst damit keine Preise. Also das ist wirklich nur, wenn man halt kommerziell erfolgreich sein will. So. Und deshalb ist ein Film wie Die Welle, wie du schon so schön sagst, da kommen eben Dinge zusammen. Da kann man, sage ich mal, als Regisseur glänzen. Es ist ein Thema, was ich selber auch wahnsinnig spannend finde. Es ist eben auch etwas, wo ich denke, naja, das könnte vielleicht auch Leute interessieren außerhalb von Deutschland. Und dann finde ich, macht das richtig Bock. So, dann haben irgendwie alle was davon. Das ist für die Schauspieler toll, es sind super Rollen, aber das ist mit Komödien wirklich schwer zu machen. Ja, und achso, true. Nun hat der Film Die Welle ja wirklich gute Kritiken bekommen. Ja. Jetzt gab es vor einer Weile die Serie, ich glaube, die kam auch zu Netflix, glaube ich. Ich weiß nicht, hast du mit der Produzenten technisch irgendwas zu tun gehabt? Oder die hat jetzt nicht die besten Besprechungen bekommen und wurde tatsächlich recht kritisch beäugt, was ich so mitbekommen habe. Hast du da eine Begründung für? Kannst du da überhaupt als Produzent jetzt irgendwie was zu sagen? Oder da war diese Spannbreite zwischen Film und Serie so wahnsinnig riesig, das hatte ich tatsächlich vorher so in der Art noch nicht richtig erlebt. Ja, also ich glaube, es gibt eine relativ einfache Analyse dafür. Also die Idee war schon von Netflix auch von Anfang an, sage ich mal, jetzt nicht den Film nochmal als Serie zu machen. Und das finde ich auch richtig so, weil, also ich meine Ursprungspitch für Netflix, als die kamen auf mich zu und haben gesagt, sie würden sowas gerne machen, sage ich, okay, also ich finde jetzt nicht, dass man jetzt, sage ich mal, die Serie nochmal als oder den Film als Serie machen kann. Also ich kann jetzt nicht 8 Stunden lang Frederik Lau, Jennifer Ulrich, Max Riemelt, Jürgen Vogel folgen und denken, schneidet das doch alles raus und macht einen Film draus. Das gab's schon mal. Also lass doch irgendwie das Originalexperiment machen. Also wir sind 1967, Kabali High School, San Francisco. Jeder Tag ist sozusagen jede Folge ist ein Tag und das hätte ich super gefunden. Das war eine tolle Atmosphäre, ne? Also das war, viele Leute haben gesagt, ich muss noch mal ganz kurz in diesen Kurs von Ron Jones rein. Ein anderer sagte, ich muss noch unbedingt in Jungfahrt werden, weil übermorgen stehe ich im Danang Delta und werde eingezogen. Die ersten Toten kamen, es war der Höhepunkt des Vietnamkrieges, freie Liebe, unglaublicher Drogenkonsum, Rocker-Gangs an der Schule. Und da kommt dieser Typ, ja, dieser Ron Jones, und macht dieses kleine Experiment, was innerhalb von wenigen Tagen, es waren ja nur 5 Tage, riesig groß wird. Und er hat gesagt, lass uns doch das machen. Nichts ausgedacht, keine Charaktere, wir nehmen, die leben alle noch und wir erzählen exakt von Tag 1 bis Tag 5, was passiert ist. Und das war aber sozusagen, das will ich irgendwann nochmal machen als Serie, aber Netflix wollte eben eine deutsche Serie machen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir lassen uns davon inspirieren und machen im Grunde genommen eine Serie, die, sage ich mal, im Hier und Jetzt spielt und mit der Originalvorlage nichts mehr zu tun hat. Und ich glaube, der Fehler war einfach,
dass man irgendwie noch diesen Titel behalten hat. Es hatte am Schluss geheißen, wir sind die Welle, aber man, glaube ich, hätte die Welle komplett rausstreichen müssen. Weil ich finde, die Grundidee, dass es eben darum geht, dass sich die Leute zusammenzuschließen und eben eine Art globalisierungsgegnerische, also dass das, sage ich mal, im Kern ist, finde ich nach wie vor sehr, sehr spannend und auch gut gelungen und fand das sehr heutig. Also ich war auch, als ich das gesehen habe, die ganzen Muster und dann die Schnitte, war ich eigentlich sehr angetan und dachte schon, dass das so einen Zeitgeist trifft. Aber wahrscheinlich hat man sich eben, sage ich mal, mit dem Titelteil, den man darüber geredet hat, hat man eben einfach falsche Erwartungen geweckt. Und das ist immer schwierig. Ja. Ja. Also schätze ich auch, dass es der Name ist, der dem Ganzen zum Verhängnis wurde. Weil als ich gehört habe, was der Inhalt ist, konnte ich nicht wirklich die Beziehung dazu herstellen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, man denkt auch irgendwann, wir sind die Welle, das ist genug Abgrenzung, ist es aber nicht. Es war allerdings auch unser Bauchgefühl, also von vielen Leuten das Bauchgefühl, aber wir haben es aus verschiedenen Gründen nicht mehr ändern können. Es war sicherlich, hat es Startschwierigkeiten. Ne? Ja. Aber darüber hinaus muss man auch ehrlich sagen, die Serie geht auch nicht weiter. Das heißt also auch der Zuspruch der Zuschauer war jetzt nicht so groß, dass man jetzt sozusagen hätte weitermachen können. Also wir dürfen uns jetzt nicht rausreden zu sagen, es lag jetzt irgendwie an der Presse oder so, ja. Weil andere Netflix-Sachen funktionieren sehr viel besser und da muss man eben nochmal, hat man eben, glaube ich, einfach nicht ins Schwarze getroffen. Das ist leider so. Jetzt, wo du es aber schon so ein paar Mal erwähnt hast, ne, von wegen, ob die Presse an irgendwas verantwortlich ist oder nicht. Was ist, weil du es vorhin auch gesagt hast, du wunderst dich manchmal, was dir ja für Filme oder welche Filme hochgelobt werden. Was für mich der überbewerteteste Film der, sagen wir, letzten 5 Jahre? Schwierig, das traue ich mir jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Da ist die Branche zu klein zu. Also ich würde sagen. Es muss nicht aus Deutschland sein, ne? Es muss nicht aus Deutschland sein. Also du kannst jetzt einfach auch sagen, ey, weißt du, wenn jetzt das Parasite ist überbewertet, so, ich glaube, Bong Joon-ho wird nicht zu dir anrufen, wird nicht bei dir anrufen und sagen, ey, Dennis, was hast du denn da für eine Scheiße erzählt? Ja, nee, da muss ich sagen, da bin ich leider ein bisschen raus, weil den habe ich noch nicht mehr gesehen. Ich überlege gerade, was ist, also mir sind so ein, zwei deutsche Arthouse-Perlen, habe ich nicht ganz so nachvollziehen können. So den kompletten Überhype. So, das war jetzt mir so ein bisschen, obwohl ich das persönlich mir gerne angeschaut habe, aber so. Dabei würde ich es jetzt erstmal belassen. Und manche andere Sachen finde ich etwas unterbewertet. Aber wie gesagt, das ist, ich finde, da unterscheiden sich eben auch die Rezeptionen in den verschiedenen Ländern, unterscheiden sich dann auch nochmal sehr stark. Ja. Ja, okay, aber das kann man ja machen. Was ist richtig krass unterbewertet? So international oder nee, sag mal so, ich zum Beispiel von der Kritik krass überbewertet fand ich tatsächlich, da hängt das Poster bei euch, Once Upon a Time in Hollywood. Also da saß ich irgendwie drin und da hatte ich sogar das Glück, in der Premiere zu sitzen und habe mich wirklich gewundert, was ihn geritten hat. Also da fand ich so einzelne Minisequenzen toll, aber ich würde mal behaupten, dass er nicht wirklich wusste, was er da gemacht hat. Also behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt gerade viele Feinde, ja. Aber es ist wie so ein Kind, was so rumläuft und sagt, die Idee ist geil und die Idee ist geil. Und er läuft so ein bisschen kopflos durch die Gegend und es wird irgendwie dann immer. Und wenn man sich, und ich habe den Film gesehen und fand ihn jetzt nicht total schlecht, aber doch echt hatte meine großen Schwierigkeiten damit. Und dann lese ich die Kritiken und finde so Sachen drin und denke so, haben wir denselben Film geguckt? Ja, habe ich irgendwie. Also würde ich sagen, Once Upon a Time in Hollywood ist krass überbewertet. Ja. Und unterbewertet? Ja, ich finde schon, den ich ja tatsächlich überraschend irgendwie unterhaltsam fand, war Traumfabrik aus Deutschland. Ja. Guck mal hier, die Regisseur, Drehbuchautor und Produzent hatten wir auch bei Auf einen Drink. Die waren auch schon zu Gast. Ja. Und also fand ich jetzt nicht alles perfekt, aber ich gehe jetzt mal, sage ich mal, von der kritischen Rezeption aus, als auch, sage ich mal, überhaupt. Und da, wenn man sich das durchliest, denkt man ja, um Gottes Willen, das darf man sich auf gar keinen Fall anschauen. Und dann schaue ich mir den Film an und muss sagen, ich finde ihn auch, also muss ich sagen, ist erstmal rein so als Kollege, rein handwerklich echt super gemacht. Also und hab das auch gern geguckt. Also. Ja, weißt du so.
Aber gut, das ist ja, das ist, da haben wir zu wenig Konfliktpotenzial, was versuche ich mir dann mal raus, dass ich, keine Ahnung, wo man mal so merken kann, wenn man ein paar Zuschriften haben will. Tarantino ist ja immer so ein Aufreger, was ich zum Beispiel auch, wo sich die Meinungen extrem auseinandergehen, zum Beispiel ist von Tarantino Inglourious Basterds, um mal so einen Aufreger zu kreieren. Ne? Oh ja, das ist mein eigener, ich finde, der Film hat so drei Szenen, die finde ich wirklich grandios, aber ich finde grundsätzlich mit der Aussage des Films und diesen ganzen Sachen habe ich riesen Schwierigkeiten. Also ich war damals bei der Premiere und dachte, um Gottes Willen, der arme Quentin in Berlin und das erste Mal so einen Schrott gemacht und die Leute werden ihn zerreißen, gerade die übersensiblen Deutschen, was, sage ich mal, Nazi-Themen angeht. Gut, da war ich auch ein bisschen so das Napola-gebrannte Kind, das geht gar nicht, ne? Ich denke, okay, jetzt fange ich nicht an zu buhnen, aber ich gehe mal so ein bisschen in Deckung und neben mir springen die Leute auf in den Reihen und ich denke, jetzt machen sie ihn fertig und Standing Ovations und so. Und das war so ein Film, das muss mir irgendjemand nochmal erklären, warum das irgendwie ein guter Film ist. Und jetzt kommen wir nicht mit dieser Szene, ja, dass das irgendwie die Spitzenidee ist und das haben wir ja noch nie gesehen. Dieser, also das werde ich in diesem Leben, glaube ich, nicht mehr verstehen. Und zum Beispiel auch, ja, krass überbewertet, aber wie gesagt, da bin ich echt auf weiter Flur ziemlich allein, aber verstanden habe ich es immer noch nicht. Jetzt nur Inglourious Basterds. Ja, okay. Jetzt gibt's viele Zuschriften. Ja. Ich weiß nicht, ich habe den damals im Kino gesehen, nachdem ich einen Spiegelverriss gelesen hatte. Spiegel hatte den, oder die Leute vom Spiegel hatten den wohl in Cannes gesehen, die erste Fassung, und haben den wirklich runtergemacht. Also eine der Sätze, die mir bisher heute noch hängen geblieben sind, war, Tarantino beginnt mit Stillstand und nimmt dann noch einen Gang raus. Ja, und dann dachte ich mir nur, eieiei, was hat der denn da abgeliefert so, ja? Und war halt wirklich auf die Vollkatastrophe eingestellt. Also du meinst Once Up in a Time in Hollywood? Nee, bei Inglourious Basterds. Ich glaube, du meinst Hollywood. Ziemlich sicher, weil er hat den Film hat er nämlich nochmal umgeschnitten. Bin mir ziemlich sicher. Welchen hat er umgeschnitten? Hollywood. Ja, das kann gut sein. Aber wie gesagt, ich hatte bei Inglourious Basterds nur diese absolut vernichtende Kritik gelesen. Bin in den Film rein und hab halt wirklich das Schlimmste erwartet. Und entweder er muss eine andere Fassung gezeigt haben, oder ich habe nicht ganz verstanden, warum der Film so gehasst wurde halt vom Spiegel. Und dementsprechend war ich danach sehr, sehr angetan, weil ich finde da schon sehr viele Szenen ziemlich gut. Und Christoph Waltz ist halt vor allem ein sehr, sehr großer Gewinn für diesen Film. Meiner Ansicht nach. Absolut. Aber wo wir gerade bei Hassen und bei Presse und so weiter sind, ich hatte das schon wieder völlig vergessen. Ich habe bei IMDb mal geschaut, was so deine letzten Projekte waren. Und da fiel ein Name, nämlich Berlin, I Love You. Oh. Und ich habe dich bisher als jetzt gerade in dem Gespräch als sehr selbstreflektierten Regisseur erlebt. Und wie stehst du denn im Nachhinein zu einem Werk, das ja wie Berlin, I Love You, wo ja niemand ein gutes Haar dran gelassen hat, mich, muss ich gestehen, mit eingeschlossen, wo ich aber noch sagen muss, dass ich deine Episode, die ja, glaube ich, die im Auto war, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ich noch mit am besten fand tatsächlich. Wie stehst du denn jetzt im Nachhinein zu so einem Projekt? Da habe ich nämlich mitbekommen, dass selbst der Verleih dieses Projekt irgendwann aufgegeben hat. Ja, das ist bei Episodenfilmen immer schwierig. Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil man macht ja immer nur, es ist ja wie ein Kurzfilm drehen. Also ich mag meine Episode, ich habe die ja selber auch geschrieben, ich mag die total, ich fand das irgendwie schön, das zu schreiben, fand das auch irgendwie eine wichtige Aussage. Es hat total Spaß gemacht, die zu drehen. Ja, ich hätte sie gerne als Langfilm tatsächlich gesehen, also muss ich sagen. Ja, obwohl es ist ja dann, sage ich, ja, kann man vielleicht auch noch, aber ich fand irgendwie, dass die Thematik irgendwie interessant, irgendwie auch mit der amerikanischen Botschaft und so. Also mir hat das Spaß gemacht. Und mit den anderen Episoden hat man ja als Regisseur nichts zu tun. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich auch Episoden, die ich jetzt gelungener finde und Episoden, die ich jetzt nicht so gelungen finde, aber das ist eben bei Episodenfilmen so. Letztendlich habe ich sozusagen den fertigen Film gesehen und habe dann die Kritiken gelesen und fand es auch, die Kritiken schon sehr, sehr hart. Also, weil, wie gesagt, es muss einem ja nicht alles gefallen, aber ich fand da durchaus Episoden auch, die ich mir gerne angesehen habe und andere. Das ist ja immer so, es ist ja wie eine Kurzfilmrolle anschauen. Es sind 10 Kurzfilme und
keine Ahnung, da ist einer dabei, den findet man halt super, ja, und ein paar sagt, ja, ist nett, und aber das ist eben die unterschiedlichen Handschriften so. Aber bekommt man da tatsächlich dann das ganze Drehbuch, also auch mit den Skripten der anderen, oder nur du wirklich nur für deinen eigenen Film, weil du hast es ja sogar geschrieben. Irgendwann gab es das, aber bei den anderen, irgendwann gab es ein Drehbuch mit den anderen Skripten, aber das war eben, da wir alle unterschiedlich gedreht haben zu unterschiedlichen Zeiten, waren manche noch nicht fertig, manche waren schon abgedreht, manche waren noch gar nicht geschrieben, ein Film kam in der Postproduktion noch hinzu. So, aber schade insgesamt natürlich fürs Projekt, ne? Weil ich habe natürlich dann die Kritiken dann auch gelesen und die IMDb-Bewertungen. Das ist natürlich dann schade, weil letztendlich war auch da viel Mühe drin. Also ja, man kriegt es immer bei dem Team mit. Das Team ist sozusagen, ja, macht ja weiter, die machen ja fast alle Filme, und man selber als Regisseur ist dann eben nur 4 Tage dabei, und die kommen dann eben gerade von einer anderen Regisseurin und gehen danach dann weiter. Ist immer schade, wenn es dann am Schluss nicht aufgeht, ne? Wird es so einem Film dann vielleicht auch zum Verhängnis, wenn er sehr weit im Vorfeld des eigentlichen Kinostarts dann auf einem Filmfestival, wie in diesem Fall der Berlinale, läuft? Also muss man dann wirklich hoffen, dass sein Film, dass der eigene Film so gut ist, dass er von so einer Premiere profitiert, dass er, dass dann quasi die Stimmung im Publikum angeheizt wird, sodass das quasi wie so eine lange, ja, dass so eine frühe Vorstellung quasi so noch im Nachhinein profitiert, so auch für den Kinostart? Oder ist so eine Monate vor Kinostart stattfindende Premierenvorstellung eigentlich egal? Nee, das ist sehr wichtig. Also gerade bei den großen Festivals sollte man schon schauen, dass also verrissen werden auf großen Filmfestivals ist für Hollywood-Filme kein Problem. Für alle anderen kann das ein Riesenproblem sein. Da können totale Karrieren geschmiedet werden, ne? Also Toni Erdmann oder solche, die über diese Festivals halt, wo so ein richtiges Lauffeuer entsteht an Kritikerbegeisterung, oder Systemsprenger ist vielleicht auch so ein prominentes Beispiel, was sich dann wirklich bis ins Kino, bis zum Kinoerfolg dann durchpflanzt. Aber das kann eben auch zum totalen Verhängnis werden. Ich habe neulich lustigerweise mit Dieter Koslik gesprochen und so, der sagte, ach Mensch, wir hatten ja damals auch überlegt, ob wir die Welle nehmen für den Berlinale Wettbewerb, weil wir liefen schon in Sundance eben im selben Jahr. Und dann dachte ich irgendwie, naja, wäre vielleicht auch gut gewesen. Und mein Cutter, der daneben stand, eben ein sehr weiser Mann, sagte eben, glaube ich, dass das eine gute Idee gewesen wäre, diesen Film im Berlinale Wettbewerb zu zeigen. Das ist nochmal, das sind so Mikro-Haifischbecken, was nicht jedem Film gut tut. Und was für bestimmte Filme sehr, sehr gut ist. Man ist da schon sehr unterm Brennglas. Das muss man sich überlegen. Und jedes Festival hat ja auch ein bestimmtes Klima für Filme und so. Also deshalb wird immer sehr genau überlegt, wo man die Filme zeigt. Ja, also ich würde auch deinem Cutter da völlig recht geben. Ich finde, Die Welle ist ein viel zu kommerzieller Film für die Berlinale. Also das wäre kein Film, den ich automatisch mit der Berlinale in Assoziation bringen würde oder in Verbindung bringen würde. Also man muss sich auch dazu sagen, okay, auch die Berlinale hat sich natürlich ein bisschen geöffnet, so gerade was dann auch ausländische Genrefilme angeht, die dann da irgendwie mal ins Programm gespült werden oder so und unter ferner Liefen irgendwie agieren oder so. Ich weiß nicht, ob du vielleicht von Monos mitgekriegt hattest oder so, aber so ein Film, der wird ja hier in Deutschland niemals produziert werden können. Und ja, den würdest du aber halt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, im normalen Kinoprogramm finden. Oder das wird halt nur schwierig sein, den im normalen Kinoprogramm unterzubringen. Und dagegen ist halt eine Welle einfach ein viel, ja, weiß ich nicht, massenwirksamerer Film, meiner Ansicht nach. Also ich hätte den auch nicht, glaube ich, bei der Berlinale gezeigt, weil, wie gesagt, dann hätte er wahrscheinlich so einen intellektuellen Anstrich bekommen, den der Film gar nicht braucht. Also, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unhöflich. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich glaube auch, das ist ein bisschen so, dass in Sundance war das super. Ne? Da wird sozusagen, das schauen sich die Leute da gerne an, und es steht auch in keinem Widerspruch zu irgendwelchen, zu den Preisen, die da irgendwie vergeben werden. Und genau, ja, es ist, also, lange Antwort auf eine eigentlich kurze Frage. Das kann Filme total beflügeln und Filme auch echt schädigen. Ne? Ich muss jetzt aber nochmal auf den Film zurückkommen, der mir schon die ganze Zeit im Kopf schwirrt. Du hast Die Welle gemacht, du hast Napola gemacht, und dann waren so gesehen doch schon einfach die Erfolge da und die Showcases, sag ich mal, vorhanden,
um sagen zu können, okay, jetzt mache ich mein Wunschprojekt, jetzt mache ich die weiblichen Blubsaugerinnen und das aber auch wirklich mit einer, das ist mir halt, ich habe den Film gerade gestern noch mal gesehen, ja, weil ich halt noch mal mir in Erinnerung rufen wollte und weil der auch ja auf diversen Listen immer mal so unter der Hand gehandelt wird, irgendwie so eine kleine Perle, die man viel zu Unrecht abgestraft hat oder von der man irgendwie ein falsches Bild hat oder einen falschen Ruf so. Und deswegen habe ich mir den gestern noch mal angeguckt. Und was mir halt aufgefallen ist, wie unglaublich inszenatorisch verspielt dieser Film ist. Also ob du jetzt am Anfang diese stylische Kamerafahrt durch das Flugzeug hast, voll elegant, mit schönem Interieur und richtig schön langsam, elegisch. Und dann aber auch zum Beispiel diese geile, und das fand ich echt cool, weil man muss halt auch mal bedenken, zu welchem Zeitpunkt dieser Film dann schon wieder so da war und was man dann zu diesem Zeitpunkt auch aus Deutschland gewohnt war. Und dann kommt diese Handkamera-Verfolgungsjagd im Supermarkt noch mittendrin. Dann wieder diese Musik-Video-Clip-Ästhetik, wenn sie dann irgendwie feiern und die Dekadenz darstellen. Und am Ende so noch so dieses roughe Kampfgefühl mit Perspektivenverschiebung und so weiter. War das schon alles damals zu dem Zeitpunkt, als es dann hieß, okay, ihr kriegt jetzt grünes Licht für diesen Film, hattest du das alles schon so weit ausgearbeitet, was du da machen wolltest? Nicht wirklich. Wir hatten damals, als es endlich gegreenlightet wurde, ein großes Problem und das Problem hieß Twilight. Denn plötzlich war es so, dass sozusagen die Grundidee, dass ich sozusagen ein Vampir und Mensch, ist ja jetzt keine neue Idee, aber sag mal, damals war das wirklich in aller Munde und ein Riesenerfolg. Das galt es plötzlich irgendwie, das war wie so ein Gegner, der plötzlich im Raum stand. Und dann daraufhin wurde das Drehbuch, sage ich mal, die Liebesgeschichte wurde sehr viel kleiner und der Action-Aspekt wurde größer, um sich davon abzusetzen. Und da kam, sag ich mal, das war so die Geburtsstunde von diesen Ideen, mit denen wir uns dann noch so auseinandergesetzt haben. So, das war ja genau. Wäre das vorher möglich gewesen, das so zu machen, wie du es gemacht hast? Also 97, 98, als ich es vorhatte, nee, da gab es die Technik in dem Sinne noch nicht. Aber da hätte man wahrscheinlich auch einfach einen anderen Vorteil gehabt, eben den der Originalität. Das ist ja, sag ich mal, du hast vorhin Napola angesprochen. Wie gesagt, Napola wurde geschrieben 2001. Da gab es noch nicht mal Der Untergang. Und es gab auch nicht Sophie Scholl. Und bis man aber durch alle Instanzen durch ist und der Film das Licht des Kinos erblickt, sagt man natürlich als Zuschauer, oh Gott, noch ein Nazi-Film. Ja. Ja. Und Napola war übrigens auch früher fertig als Der Untergang. Ne? Der wurde nur sozusagen vom Verleih nochmal zurückgehalten. Verständlich, weil natürlich Untergang der größere Film ist, aber irgendwann hat man so eine Müdigkeit zu kämpfen. Und bei Wir sind die Nacht ist es ja auch so, es will kein Mensch hören, dass man die Idee irgendwie 10 Jahre hatte, bevor Stephanie Meyer überhaupt den ersten Satz zu Twilight geschrieben hat. Das interessiert einfach kein Schwein. Timing ist manchmal echt dann doch einiges, ja. Ja. Ja, und dann hast du jetzt vorhin gesagt, das Test-Screening, das war das einzig negative Test-Screening, was du hattest zu einem Film. Oder beziehungsweise. Negativ, ja, ja. Katastrophe war das. Was war das ursprüngliche Ende? Das würde mich dann mal interessieren. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was haben wir denn danach gedreht? Ich glaube, das Schicksal von Luise, also von Nina Hoss Charakter, war etwas mehr im Unklaren. Aber die Leute haben eigentlich alles gehasst, also das Testpublikum. Die fanden die Charaktere furchtbar, die Geschichte scheiße. Die haben gesagt, die Deutschen versuchen jetzt auf den Twilight-Zug aufzuspringen. Es war ein Desaster. Also ich glaube, ich bin in diesem Testscreen und ich war dabei. Ich bin, glaube ich, um 3 Jahre gealtert. Neben mir saß Jan Berger, der Autor, und also es war ein Desaster. Und wie gesagt, ich kam von der Welle, ja. Also ich dachte irgendwie, ich bin hier irgendwie unantastbar, super erfolgreich und so. Und es war das war ein Schlachten. Und danach gibt es ja immer noch eine Diskussion. Und die Leute wissen nicht, dass man selber als Macher drin ist. Oh Gott. Und da gab es eine Diskussion, wo sich Leute eben so drüber unterhalten, ne? So als wenn man ihr so über Filme lästert und niemand ist dabei, der dabei war. Und so, das ist danach, ich weiß gar nicht. Der Borat Akkedin war noch dabei, der hat sich dann sozusagen, den hat es interessiert und der hat auch, er wusste gar nicht, wie er mich aufbauen sollte. Ja. So, also ich weiß, wirklich kein Mensch. Also ich finde es jetzt auch nicht den Überfilm so, aber ich muss sagen, einfach, wenn man mal die Zeit bedenkt, wenn man mal halt auch das, wie gesagt, unser Umfeld bedenkt, finde ich diesen Film so mutig, wie halt auch eben dann, keine Ahnung, Ich erkenne das alles an, weil dieser Film macht so viele Sachen, die man halt nicht von deutschem Kino gewohnt ist. Und ja,
Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen. Also ja, ich kann nachvollziehen, das ist wahrscheinlich zu speziell für das Mainstream-Publikum. Aber warum der dann so abgestraft worden ist, finde ich ein bisschen arg. Also da haben wir auch schon andere Sachen zugelassen und zum Erfolg gemacht. Und auch gerade mit Nina Hoss. Und daher, keine Ahnung. Ich frage mich halt nur am Ende, das ist jetzt das, was ich nochmal gefragt habe. Und jetzt gibt es einen kleinen Spoiler, ja. Ich hoffe, ihr habt verzeiht mir das, aber ich habe nicht so genau verstanden, was du am Ende aussagen wolltest. Weil es ging ja darum, ob jetzt eine Person gebissen wird oder eben nicht gebissen wird. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, wenn die Person jetzt nicht gebissen wird, wird sie dann sterben oder werden sie trotzdem ein Leben zusammenführen oder gehen sie getrennte Wege? Also ich bin nicht so ganz schlau aus dem Ende geworden. Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Ich sehe das mittlerweile auch ein bisschen differenzierter. Mir war das damals wichtig, eben das nicht zu beantworten und eben die Fantasie beim Zuschauer anzustoßen und dass die sich damit auseinandersetzt und sich selber versuchen, Gedanken zu machen, was könnte jetzt passiert sein. Aber mit dem Abstand sehe ich auch, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, diese Frage klarer zu beantworten. Es wäre wahrscheinlich für das Publikum befriedigender gewesen. Ja, ja, das ist es halt auch so. Ich störe mich jetzt wirklich, mal abgesehen von so ein paar Sachen, die jetzt, sag ich mal, einhergehen mit entweder dem Genre oder eben halt, keine Ahnung, vielleicht auch den Produktionsbedingungen, störe ich mich da nicht so dran. Ich denke halt aber auch nur so, also es bleibt ein Fragezeichen am Ende, wo ich mich halt gefragt habe, warum ist dieses Fragezeichen jetzt da, wo vorher eigentlich alles relativ klar war. Also wirklich alles relativ klar war. Was die Figuren angeht und was die Entwicklung von den Figuren angeht oder auch was die Motivation von Nina Hoss angeht und so weiter und so fort. Und da fand ich dieses Fragezeichen am Ende, das ist mir halt gestern einfach nochmal aufgefallen, dass das irgendwie nicht so ganz zum Rest des Films passt. Ja, interessant. Wie gesagt, ich müsste mir selber nochmal anschauen. Ich habe das damals als sehr schlüssig empfunden. muss ich nochmal gucken. Ja, ja. Ich fand das damals eben, wie gesagt. Und jetzt, aber er hat ein zweites Leben. Ich merke, das ist so einer der Filme, die eben, sag ich mal, durch die ganzen Streamer und so ein zweites Leben haben. Also ich werde erstaunlich oft drauf angesprochen, erstaunlich oft positiv drauf angesprochen. Ich habe auch neulich mit Nina Hoss nochmal geredet und die sagte, dass sie das tatsächlich viel aus dem Ausland hört. Die ist ja auch international sehr erfolgreich. Und ich weiß auch nicht, ob sie damals so super glücklich mit dem Film war. Mein Eindruck war auch, dass sie es eher kritisch gesehen hat, das Endergebnis. Aber sie in dem Gespräch stellte sich heraus, dass sie dann doch viel positiven Zuspruch hatte. Und es ist zum Beispiel der Film, über den ich Mechanic Resurrection bekommen habe, weil die Produzenten als auch Jason Statham fanden den super. Also cool. Jason hat gesagt, irgendwie hat den Film gesehen, er fand den so granatemäßig. Also das war, wo ich auch hatte damals irgendwie Napola und die Welle und alles auf dem Tisch und sagte, ja, fand ich auch gut, aber jetzt so rein kommerziell, der hat mir so einen Bock gemacht, sagt er, I totally enjoyed it, ja, so setzt Jason Statham. Together, ja. Jason Statham. Ja. Geil. Hat er bei dir angerufen? Also wie war der erste Kontakt? Nee, ich hatte mich sozusagen für das Projekt beworben, weil die Produzenten dachten, ich wäre da eine gute Wahl für. Und dann musste er eben unter verschiedenen Regisseuren auswählen. Und dann hat er eben von denen DVDs bekommen, hat die sich angesehen. Und dann haben wir eben bei dem Kennenlerngespräch ziemlich lang darüber geredet. Ne, so. Also deshalb, man weiß es nicht. Ne? So, es ist auch interessant, so eine ausländische Sicht nochmal auf bestimmte Filme dann zu haben. Ja. Ja, vor allem dann von wahrscheinlich Leuten, die deutlich mehr und deutlich mehr Genre gemacht haben und mit deutlich mehr Genre aufgewachsen sind, also sowohl jetzt als Mensch, vielleicht auch als Star oder Schauspieler. Und ich denke halt auch immer, dass das Ausland ein etwas entspannteres Verhältnis zum Genre hat, als wir hier in Deutschland. Also es ist eine Tatsache, die ich halt immer wieder feststellen muss, auch mit Bedauern. Aber das finde ich ja geil, dass er, das heißt also, ein Mechanic Resurrection, also Mechanic Teil 2. Dieser Film steht und fällt eben mit dem Wort eines Jason Statham. Ja, ja. Das ist ein star-driven Filmstar, die sozusagen, wo er fast die Rolle eines oder ist quasi Produzent. Also der hat ein großes, sehr großes Mitspracherecht. Das ist aber häufig so. Also außer du hast jetzt einen Studiofilm,
wo das Studio sagt, du machst das jetzt und dann danach wird besetzt. Das ist meine Erfahrung. Also ich habe wenig Erfahrung jetzt international, aber von dem, was ich weiß, ist das schon so, dass man dann eben, dann wird danach besetzt und dann wird der Regisseur oder die Regisseurin nicht mehr in Frage gestellt. Aber sobald man eben mit Stars zu tun hat, ist es eben gang und gäbe, dass die sich ein großes Mitspracherecht auch einräumen bei der Auswahl der Regie. Und dadurch, dass die Stars ja häufig auch Faktoren sind, die sozusagen zum Greenlight oder zum Nicht-Greenlight führen, ist das gang und gäbe. Also es gibt kaum Beispiele von Leuten, die dann nicht vorstellig werden müssen mit den Stars und so. Aber kann das nicht schwierig werden, wenn jemand wie Jason Statham, der dann offenbar schon an der Regiewahl beteiligt ist, wenn man dem dann am Set Anweisungen geben muss? Ja, genau. Oder ist der Profi, will der proben? Noch, oder ist der oder? Profi genug, dass der dann schon weiß, okay, der hat jetzt gerade das Sagen? Nein, der ist Profi genug. Auf jeden Fall. Ja. Also der könnte jetzt nicht sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ich hätte jetzt gerne einen anderen Regisseur. Doch, das könnte er, glaube ich, sagen. Und ich denke, wenn er das mit Vehemenz sagen würde, würden zumindest bei so einem Projekt wahrscheinlich auch die Produzenten überlegen, ob sie nicht einen Regiewechsel machen. Das ist jetzt, wie gesagt, kein Studiofilm, wo das Studio, also da passiert es ja auch, selbst bei Star Wars wurden ja, wie wir alle wissen, Regisseure schon ausgetauscht und so. Und das ist schon sicherlich so, wenn du jetzt einen Film machst mit Tom Hanks. Tom Hanks wird glaube ich, keinen Film abnicken, wo er nicht mit der Regiewahl total zufrieden ist und viele Gespräche geführt hat. Das ist einfach so. Ja. Und wenn jetzt Tom Hanks, angenommen, man dreht diesen Film mit Tom Hanks und nach 14 Tagen sagt er, also ganz ehrlich, das mit Gansel, das geht überhaupt nicht. Der weiß auch nicht, was er tut. Ich spiele scheiße, mir gefällt das nicht. Ich denke schon, dass man da in ernsthafte Schwierigkeiten kommen würde. Aber die Realität ist häufig so, dass wenn die Auswahl einmal getroffen ist, die Leute schon sehr zu einem stehen und man dann eben häufig natürlich auch eine gute Zusammenarbeit hatte. War das ein doch schon deutlicher Unterschied zu den bisherigen Dreharbeiten und Sets und Organisationen, die du mit Mechanic hattest, als mit den anderen Filmen, die du zuvor gedreht hattest? Also merkte man den Hollywood oder den internationalen Aspekt des Films sehr stark und musstest du viel adaptieren, sag ich mal? Ja, musste ich schon. Also Mechanic ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel für eine internationale Produktion, weil es lustigerweise eben zwei Faktoren hat. Es ist vom Budget gar nicht so viel Geld, also da reden wir über 30 Millionen Dollar Budget. Aber die Schauspieler in Summe, die sind schon so bei 11, 12 Millionen Dollar gewesen, also was man sozusagen dafür ausgibt. So, das heißt, man macht diesen Film mit dem Actionanteil für die Summe, die da noch übrig ist, und dafür ist es gar nicht so viel Geld. Andererseits hat man aber so ein bisschen mit dem Hollywood-System zu tun, also sehr starke Produzenten und eben, wie gesagt, auch natürlich eine starke Mitsprache der Schauspieler. Deshalb ist es jetzt nicht wirklich ein gutes Beispiel dafür. Ich fand den Film per se für mich schwierig, weil sozusagen ich am Anfang viel Mitspracherecht hatte und das war dann, letztendlich ist es dann immer weniger geworden, was ja häufig, sage ich mal, in Hollywood-Produktionen passiert. Und ich finde, dass es dem Film nicht immer gut getan hat, um das mal so auszudrücken. Und so ein paar der stärksten Sachen im Film waren dann ganz unbescheiden, muss ich sagen, auch die Ideen vom Drehbuchautoren und mir. Und da hätte ich mir jetzt persönlich doch noch sehr viel mehr gewünscht. Ich glaube, er hätte am Schluss besser sein können und besser sein müssen. Aber das sind eben spezielle Spielregeln. Übrigens etwas, was ich von sehr vielen Deutschen, die in Hollywood gearbeitet haben, gehört habe, wäre vielleicht auch mal eine interessante Sendung, da gibt es dann doch jetzt ein paar, die da gearbeitet haben. Und es ist eine wiederkehrende Stimmung, die man da so hört. Es läuft also sehr häufig wohl gleich, so die Mechanismen. Okay, ja. Aber Statham an sich, ich meine, war schon super Typ.
super Typ, weiß genau, was er tut. Und also ich finde auch, dass er ein unterschätzter Schauspieler ist, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Man denkt ja immer selber und so, ist es aber gar nicht. Also du brauchst nicht mehr als 2-3 Takes. Die Rollen sind häufig nicht anspruchsvoll. Sieht man auch bei Mechanics so, wenn er dann am Schluss irgendwie 180 Leute umballert, ist auch eine Sache, die ich eigentlich ganz anders haben wollte. Da reden wir mal gesondert drüber, ne? Was er halt und angeblich will, das Zielpublikum das eben sehen, whatever. Das ist schon, er ist unglaublich charismatisch, kann mit wenig Blicken viel, also man dreht dann mit anderen Schauspielern oder mit so kleineren Rollen und dann merkt man wieder den Unterschied. Denkt man, krass irgendwie, das ist einfach diese Kraft kommt einfach nicht rüber. Ne? Also es ist wirklich, ich denke, wenn die Action-Karriere von Jason sich dem Ende nähert, ne? Er ist jetzt auch Anfang 50 und irgendwann wird er das nicht mehr machen können. Ne? Also dann so wie Stallone, dann kommt eben sowas wie Copland, weißt du, diesen... Ja, ja. Wenn die Phase mal beginnt und er und Jason auch mal verfettet ist und nicht mehr nur das gegrillte Hühnchen jeden Tag futtern muss, weißt du, um den Body zu halten, weißt du, so. Und wenn die Phase kommt, dann wird es, glaube ich, nochmal interessant. Also lass uns mal diesen neuen Guy Ritchie mit ihm beobachten, dieses französische Remake, wo er diesen Fahrer spielt von diesem Panzerwagen. Mal gucken, ob da nicht irgendwie, ich glaube, er wird uns überraschen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich meine, ich fand den ja schon damals bei Bube, Dame, König krass. Da war der nicht genau so, wie er jetzt inzwischen sich präsentiert. Also dieses ganze harte Hobbs & Shaw Macho-mäßige so oder Fast and Furious Macho-mäßige, das hat er ja sich alles über den Lauf der Jahre erarbeitet. So. Ich kannte den immer nur eben als, ja, den Straßenköter von Guy Ritchie so, der aber halt trotzdem einfach nicht seinen Körper hat spielen lassen, sondern er selbst hat gespielt so. Und das hat sich halt sehr gewandelt in den vergangenen Jahren. Aber ja, ich denke mal, oder ich hoffe auch darauf, dass er irgendwie seinen eigenen Copland bekommt. Total. Und es gibt auch immer wieder Projekte, aber die finden dann halt nicht statt. Er hat mir zum Beispiel erzählt, dass so ein Lieblingsprojekt war 20.000 Meilen unter dem Meer. Regie David Fincher. So, und Jason sollte spielen Captain Nemo. Und da denkst du, ich meine, den Film will man sehen. Also ich bin Fincher ist ja Gott, ja, also man ist ja Wahnsinn. Aber und die Vision, aber halt, und das ist ja so lustig, wenn man dann solche Geschichten eben hört. Und David Fincher kam wohl ins Meeting und sagte irgendwie zum Studio, ich glaube, es war auch Disney, ja, unter 200 Millionen kann ich den Film nicht machen. Und dann sagt er halt Disney, naja, gut, aber irgendwie 150 Millionen, geht er irgendwie aus, sagt er, nein, ich habe mir das alles ich habe mir das angeschaut. Er ist ja auch wie so ein Typ, der das, hier ist das Storyboard, ne? Und das brauche ich und kein Dollar weniger. Und dann sagt die wohl, der Film findet nicht statt. Aber letztendlich, ich glaube, der würde sofort reingehen. Also das ist doch Wahnsinn, ja. Und naja. Aber Entschuldigung. Und die Filme werden dann eben nicht gemacht, weil die Zeit nicht reif dafür ist und man sie nicht finanziert bekommt. Und pass auf, die richtig schlechte Idee, du kämpfst gegen so einen megalomitischen Superhai aus der Urzeit, die finanzieren wir jetzt, ne? Und dann macht halt Jason das so. Und also. Ja, aber gut, der kam ja auch aus China, ne? Oder war ja groß finanziert aus China. Und da ist es ja so nur mal halt gang und gäbe, dass man da ein bisschen größer denkt, obwohl man vielleicht nicht unbedingt die Kräfte dafür hat, um es auch größer aussehen zu lassen. Naja, gut. Dennis, ich befürchte, wir sind so langsam am Ende. Nee, wir sind am Ende. Wir müssen mal hier langsam Feierabend machen. Die Leute in der Regie wollen auch nach Hause und so weiter. Ich freue mich drauf, falls du wirklich demnächst in der Situation sein solltest, dass du auch mal hier vorbeischauen kannst, dich hier nochmal begrüßen zu dürfen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, hast du noch eine abschließende Frage? Ich bin wunschlos glücklich. Ja? Schön, dass das geklappt hat. Aber was mich vielleicht noch interessieren würde, oder beziehungsweise was vielleicht die Zuschauer noch interessieren würde, hast du irgendwie eine Art Streaming-Tipp oder irgendeinen Film, den man sich jetzt mal anschauen sollte? So irgendwie so eine Lieblingsperle, wo du sagst, ey Leute, den Film möchte ich euch bitte mal ans Herz legen. Jetzt ist deine Stunde. Jetzt ist deine Gelegenheit gekommen. Tatsächlich, ich gucke mir heute Das Boot an, Staffel 2. Heute sozusagen gibt es ja sozusagen, kann man das ja streamen, da bin ich sehr gespannt drauf. Jedenfalls die erste Folge. Und ansonsten habe ich nur gerade für mich entdeckt, aber das ist jetzt keine Geheimperle. Ich gucke mit meiner Frau, haben wir gerade die Eberhofer-Filme entdeckt. Ah. So, Kaiserschmarrn, da haben wir die ganzen Sachen gucken. Wir sind derartige Fans geworden. Ich frage mich nicht, warum, aber irgendwie.
Wir haben, ohne Scheiß, wir haben uns neulich Leberkäse selber gebacken, das Brötchen geschmiert, als der Kleine endlich im Bett war, wie das Weißbier aufgemacht und feiern diese Filme gerade ab und gucken uns die Eberhofer-Filme an, ja. Also deshalb, ihr merkt, ich bin irgendwie 10 Jahre zurück, aber ich habe sie jetzt gerade erst, ich feiere das total. Das ist mein momentaner Streaming-Tipp. Okay. Machen gute die Laune. Die gibt's auf Amazon Prime, glaube ich, ziemlich viele. Und ich muss auch sagen, ich bin erst durch, wie hieß der, Sauerkraut-Koma? Das war der vorletzte, ne? Kann sein, ja. Ja, ich bin erst durch Sauerkraut-Koma so wirklich auf die aufmerksam geworden, aber ich find's auch gut. Aber allein schon aufgrund der Tatsache, weil ich den Simon Schwarz, seinen Kollegen, den mag ich. Der ist so super. Wie heißt der? Rudi, sensationell. Ich, und Lisa Maria Potthoff, die finde ich ja eh ein Oberknaller. Die hat ja irgendwie neulich, ich sage immer so einen Scherz irgendwie, weil es gibt so eine Szene, wo er kommt, was gibt's noch heute Abend zu essen? Sie geht so ganz langsam hin und sagt so, Corne Bleu mit Bratkartoffeln und Butterkmiers. Und dieses Butterkmiers, wahrscheinlich super schlechtes Bayerisch, das sage ich jetzt immer zu meiner Frau, sagen wir immer, na, was gibt's heute mit der Butterkmiers? Also, das hat bei uns so Kultstatus und wir reden so radebrechtes, schlechtes Bayerisch, ja, also es ist großes Vergnügen. Ja, cool. Dann wünschen wir dir noch viel Spaß bei den weiteren Eberhofer Krimis. Es gibt ja, glaube ich, jetzt noch einen neuen, ist ja noch am Start. Und ansonsten, ey, ja, viel Erfolg für Jim Knopf, dass das alles seine Bahn. Hast du da jetzt, weißt du jetzt irgendwie, kannst du schon sagen, wann der jetzt dann irgendwie in die Kinos kommen soll oder? Also offiziell 1. Oktober. Wir hoffen, dass sich das natürlich bis dahin wieder alles so geregelt hat, dass man dann auch wieder, dass die Kinos A geöffnet haben und die Leute auch Lust haben auf Kino. Ja. Ja. Aber eine Studie, die S&L Medien jetzt durchgeführt hat, hat gezeigt, dass ins Kino gehen die Freizeitaktivität ist bei irgendwie 67-68%, die Leute nach der Corona-Krise am meisten, der sie am meisten entgegenfiebern. Ich finde, das macht so ein bisschen Hoffnung. Also das ist ganz weit vor ins Restaurant gehen, in Clubs gehen und so weiter, ist wirklich Kino am höchsten. Ja, das wäre super. Also wir drücken alle Daumen und das wäre toll. Also cool. Ja, danke auch. War ein tolles Gespräch. Hat echt großen Spaß gemacht. Gut, dass ich nur ein Glas Wein getrunken habe. Ansonsten irgendwie wäre es wahrscheinlich noch ausladender geworden. Das war doch gut. Das machen wir beim nächsten Mal. Dennis, alles Gute. Da kriegen wir uns richtig. Das ist gut. Ja, genau. Da hauen wir uns mal richtig einen rein. So, in diesem Sinne, alles Gute. Bleibt gesund. Gruß an Frau und Familie. Und viel Erfolg für die nächsten Filme und wenn es irgendwas gibt, melde dich gerne. Wir können über alles Mögliche reden und nachdenken und spekulieren und vielleicht an den Start bringen. In diesem Sinne, auch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Social Distancing Drink. Und mal gucken, wie wir als nächstes kriegen. Mal gucken, wann wir die anderen, die wir schon aufgezeichnet haben, ausstrahlen können. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.